Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Stronghold Crusader. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf eurem Lieblingskanal End of Uncut. Heute schauen wir uns den Freundeskreis an. Kreuzzug 73. Beim letzten Kreuzzug 72 hatte ich fast einen Nervenzusammenbruch. Ihr konntet das verfolgen in über 2 Stunden Gameplay. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, um das zu konsumieren. Wir hatten eine Woche Pause, lag aber ein bisschen da. Ne, wir hatten anderthalb Wochen Pause. Letzte Woche gab es die Folge nicht am Montag, sondern ihr habt weniger Zeit, die geguckt zu haben. Ich laber Bullshit. Naja, wie dem auch sei. Also heute gibt es Folge 73. Ist auch falsch. Kreuzzug 73. Ich bin ein bisschen durch. Okay? Wir hatten gestern einen sehr langen Tag, einen sehr langen Dreh für den nächsten Kurzfilm. Und da ging es richtig an die Substanz, weil es arschkalt war. Ich merke es richtig in den Knochen, Digga. Aber deswegen geht's heute in die Wüste und wir kloppen uns ein bisschen. Der Papst und ich müssen voraussichtlich eine Flut von Gegnern aufhalten in erster Linie und dann später auch wirklich bezwingen. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, über die wir vorab reden können. Einmal, mit wie viel Gold wir starten. Wir selber haben tatsächlich verhältnismäßig viel Gold. Wir haben zwar keinen Markt, aber wir können halt super viel Ballisten bauen. Wir können easy eine Kathedrale bauen und super viele Mönche. Das ist nicht zu verachten. Ja. Gleichzeitig haben die Gegner durchschnittliches Gold, würde ich sagen. Ja, also das reicht, damit die sich alle instant aufbauen können und eine erste Welle an Angriffen schicken. Aber das war es dann auch erstmal, glaube ich. Trotzdem muss man halt hier bedenken, wir haben viele Gegner. Und voraussichtlich teilen die sich nicht auf den Abt und mich, sondern werden vorrangig auf mich treffen. Weil hier durch dieses Ölfeld, da kann man schon durch, aber ich gehe davon aus, dass zumindest die drei immer diese Route wählen werden. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, wir haben mal wieder die Schlange dabei, die hatten wir Ewigkeiten nicht mehr vorgesetzt bekommen. Und Nasir ist halt unser direkter Nachbar. Das ist eigentlich ein Vorteil. Weil er dann nicht so mega unbekannt ist und ich gehe davon aus, dass wenn wir hier unsere Burg bauen, wir Forward Tower haben werden, um ihn richtig einzudecken mit Katapulten. Das könnte, weil ich glaube, Nasir ist hier der schwerste Gegner oder der riskanteste, könnte man sagen. Wir schauen einfach mal rein. Pause. Ja, er ist ultra nah. Holy shit. Die kommen hier gar nicht runter. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Alter, ich habe auch kaum Grünfläche und natürlich zum Gegner gerichtet. Und hier werde ich kaum abbauen können, weil die mich die ganze Zeit mit Bogenschützen nerven. Okay, also die Map ist noch viel kleiner, als ich dachte. Ist insane, wie klein die Stronghold-Maps sind. Ich sehe jetzt schon wieder jeden Einzelnen nicht seine Burg fertigstellen können. Übrigens, beim letzten Mal war das ja auch so ein Problem. Da stellte sich übrigens heraus, dass der Emir so passiv war, weil er seine Burg nicht fertiggestellt hatte. Ja, kleiner Nachtrag. Und der Friedrich, der hat irgendwann nicht mehr angegriffen, weil irgendwo noch ein Schwertkämpfer von einem Angriff gelebt hatte. Und erst wenn der drauf geht, greift er neu an. Also ihr seid da auch krass in der Materie teilweise. Und in Bezug auf den Burgen, weil irgendjemand dann meinte, er hat, glaube ich, in dem Unofficial Patch die verbesserten Burgen an. Oh je. Da dachte ich mir so, hey, ja, na klar, habe ich ja auch Kreuzzug 1 die ganze Zeit gehabt. Ist das irgendwie ein Riesenmissverständnis? Das führt doch dazu, dass die überhaupt erst anspruchsvolle Burgen bauen und auf die Kreuzzüge ein bisschen genormter sind. Das Thema hatten wir doch schon sehr oft. Das ist doch gut, dass ich das anhabe oder nicht. Und ja, ich hab's an. Und nicht diese Tescher-Burgen oder hier diese andere Option, sondern einfach die verbesserten Vanilla-Burgen. Könnt ihr ja mal, falls das irgendwie ein Thema ist, was so ein bisschen unterm Teppich ist, könnt ihr ja mal sagen. Ich gehe davon aus, dass das so richtig ist. Also, was ist unser Gameplan?
Wir werden hier ganz viel Stein abbauen, weil ich kann das hier vergessen. Also hier muss ich so viel Ressourcen aufwenden, um das zu sichern. Mauer vorziehen, hier so eine Dominanz aufbauen und ihn krass unterdrücken, damit er hier, ne, keine Bogenschützen baut. Weil jeder Einzelne nervt ja schon. Ich würde hier ganz, ganz, ganz viele Steine abbauen und mich richtig einbunkern. Brutalst. Dann werde ich voraussichtlich drei... Ey, er hat halt hier, ne? Ich bin am Harz und er ist in der Heide. Ist asozial. Ich werde voraussichtlich drei Getreidefarmen bauen können. Wahrscheinlich eher zwei. Bäume werden ein Problem. Ich habe super wenig Holz, theoretisch. Da muss ich echt aufpassen, dass wir die nicht abholzen. Ja, und ansonsten, ich glaube, da reicht dann auch eine Mühle. Hopfen. Ich könnte natürlich auch Hopfen, also nur die Bierstrategie wählen, weil wir so viel Startgold haben. Das könnte ich tatsächlich machen. Ich bin eine ganze Weile nicht auf Gold angewiesen, glaube ich. Ich glaube, das probiere ich. Weil ich habe wenig Platz für Gebäude. Wenn ich hier noch, ne, hier wieder 16 Bäckereien baue und so. Scheiße. Okay. Militärisch betrachtet, Mönche. Da werde ich hier so die Kathedrale hinbauen. Auf die Rückseite. Weil hier werden die Angriffe kommen. Richtig, richtig viele. Bedeutet, ich werde hier irgendwie tatsächlich Mauern bauen, um die Hopfenfarmen zu schützen vor ein paar Pfeilen. Hopefully. Und hier kommt mein Tor hin und meine ganzen Türme. Und hier werde ich, glaube ich, aber auch sehr früh, sogar bevor ich das mache, werde ich hier, glaube ich, auf der linken Seite, wie viel Stein bekomme ich? 150 steht oben in der Ecke. Sehr nice. Werde ich den, glaube ich, eindecken. Nee. Mach ich anders. Ich werde hier eine Linie ziehen an den Türmen. Und davor richtig viele Ballisten. Die halten ihn klein. Und von den Türmen kommen dann die Katapulte. Durchgehend geregnet auf ihn. Bullshit. Auch Bullshit. Nasir baut keine Mauern. Der baut ein Tor, das wird er nach oben bauen wollen, glaube ich. Der baut keine Mauern. Es reicht, wenn ich hier Ballisten habe und ihn richtig wegspray. Dann baue ich hier einfach nur eine Mauer mit Türmen und Ballisten. Wen haben wir hier? Schlange ist ja auch in der Nähe. Der wird hier auch nerven. Oh, okay. Ich würde sagen, wir versuchen es. Ja, ein erster Versuch. Ich kann schwer einschätzen, wie schwer das wird. Und ich werde mich jetzt wahrscheinlich im ersten Match auch erstmal wieder warm spielen müssen. Wir schauen. Fortsetzen. Eins, zwei, drei, vier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Genau, Kornspeicher, Sister fängt schon an. Uno, dos. Ihr könnt das nicht dort so, bevor die das zubauen, Lord, muss ich tatsächlich hier Sachen machen. Ja, das ist gut, das ist gut. Wir werden überfallen. Da kommt schon der erste Pfeil, ich raste aus, völlig. Wir benötigen mehr Steine. So, Lager. Rückseite. Noch mehr Lager. So. Jetzt bauen wir tatsächlich als erstes, weil jetzt haben wir erstmal alles Nötige, die Baumeistergilde. Die kommt hier oben hin. Ist mir scheißegal. Euer Gnade. Es werden so. Rekruten benötigt, Sire. Jetzt schießt er schon mit Feuerballiste auf meinen Kornspeicher. Das ist ein richtiges Problem. Sire. Holy shit. Wie können wir helfen? Okay, der gibt richtig Gas, ne? Der will's richtig wissen. So, Steine brauche ich ganz viele. Es sind nicht und Häuser. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bereit, my Lord. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Euer Gnaden. Noch mehr? Ballisten müssen wir pumpen. Ich will kritische Masse. Ich schwöre. So. Eins. Zwei. So, da breitet jetzt schon mal viel ab. Okay, wir machen dritten. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Meine Jungs müssen geschützt werden. Meine Jungs und Mädels. So. Jetzt.
Gnaden? Spammen wir hier? Wir spammen das richtig. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Und los geht's. Geht nicht. Warum geht das nicht? Wir geben unser Bestes. Macht mal aggressiv. Geht das? Balliste bereit, my lord. Okay. Ihr seid die Nummer 1. Die Balliste muss halt weg, ne? Mein Kornspeicher lebt. Das ist alles in Ordnung. Oh, lol. Ich bin so gespannt, wie das wird. Das ist so eine weirde Map. Hä? Die können nur da runter. Ach, du Scheiße. Habe ich gar nicht genug inspiziert, ne? So, das darf nicht brennen, weil dann habe ich ein Problem. So, ich hoffe, das reicht. Wir schauen mal. So, Burg. Ja, jetzt werden die schon beschossen, aber die müssen erstmal in eine richtig geile Position. So. Dann macht das Ding mal weg. Eine Nachricht von Nasir. Pass lieber auf, was hinter euch geschieht. Weg. Sehr gut. Dann Haus anzünden. Aggressiv bleiben und Nummer 1. Sehr gut. Bleibt ihr aggressiv? Können wir hier einfach so mal rein sprayen? Geht das? Nee, das ist dumm. Guck mal da oben. Das ist eine Frechheit. So, ich habe jetzt aber schon tatsächlich... Hallo? Euer Gnaden, was wünscht ihr? Jetzt ist da die Dings kaputt. So, jetzt. Hallo? Hallo? Nee, geht nicht. Na gut. Meine Ballisten sterben in dem, in der Zeit. Ist ja auch cool. So. Warum kommt ihr nicht auf den Turm? Die wurde schon getroffen. Lol. Die ist voll im Arsch. Die ist voll im Arsch. So? Ich kann ihn nicht reparieren. Ey, das kostet so viel Zeit jetzt hier im, zum Start, ne? Jetzt. Hoch. So. Mach die Bogenschützen weg. Mach die schon, ne? Zündet doch einfach das Gebäude an. Dann brennen die doch alle. Oder? Uiuiui. Ja, sehr gut. So, ich brauche mehr Türme. Für mehr Hackmeck. So, guck mal, die feuern schon. Schön. Sehr gut. Würde ich vorschlagen, einfach... Einfach, ihr macht das schon, ne? So, wir brauchen tatsächlich noch mehr. Okay, ich glaube, die KI wird massiv überfordert sein bei der Map und es wird gar nicht klappen. Guckt euch das an. Hier wird gar nichts klappen. Das ist die einfachste Map ever. Glaube ich. Ich glaube, es ist trotzdem interessant, weil die Map so speziell ist. Aber ich fürchte hier nichts. Versteht ihr, wie ich meine? Ich fürchte gar nichts. Ihr seid der fürchtgrößte Herrscher. Krass. Heftig. So. Tun wir noch was an. Mach doch den weg, bitte. Ja, die hören nicht auf. Das ist natürlich ärgerlich. So, zünde da mal ein bisschen an, bitte. Ach, hier ist ein Turm inne. Okay, ich verstehe. Ist hochgekurbelt. Balliste bereit, my lord. Nehmen die mal dahin. Balliste bereit, my lord. So. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Das Ding vielleicht? Also er wird leiden, das merkt man auch schon, ne? Wir geben unser Bestes. Greift es über? Balliste bereit, my lord. Balliste bereit. Komm mal da hin. Wunderbar, ja, super. Das wäre schon wichtig, wenn das brennt. Ja, sehr gut. Perfekt. Gut, damit sind die erstmal ein bisschen busy. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Also, wir wollen auf jeden Fall hier eine geschlossene Gesellschaft erzwingen, ja. Ich würde hier noch mehr... Oh, ich brauche Nahrung. Oh mein Gott! Was mache ich denn? Ich brauche keine Nahrung, Junge. Ich brauche Bier! Jetzt ist wirklich völlig vorbei.
Weg da. 1, 2, 3. Brauche ich gar nicht so viele, ne? Naja, egal. Okay. Braut bitte schnell Bier, ja? Ich habe noch Nahrung, alles gut. Ich mache ein bisschen weniger. Das reicht, wegen der Kirche. Super. Die können wir mal wegmachen. So, was macht ihr da unten? Hier was anzünden? Hättet ihr Bock? Hättet ihr Bock? Wunderbar. Ist hochgekurbelt. Balliste bereit, my lord. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Ach, da ist ein scheiß Katapult, sehe ich gerade. Balliste bereit, my könnt ihr die nicht mal alle wegmachen? Das wäre so cool, wirklich. Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Wind, wie das hohe Ufergras. Das ist, glaube ich, ein Call, wenn er... Oh, lol, die Mönche machen hier richtig... Alarm. Man baut dem Lord zu Leibe. Lol. Was? Das hat, okay, habe ich nicht mitbekommen. Pack ich da mal ein paar Mönche. Gut. So, Bierchen. Mehr, ja? Bitte. Macht mal schön Bier. So, ich habe noch 3000 Gold. Guck mal, er ist komplett am Ende, glaube ich. Das ist schwierig hier mit ihm. So, kann ich das dann noch angreifen? Das wäre Wunderbärchen. Jawollo. Ja, toll. Toll, toll, toll. Schön. Schön. So, den müssen wir, würde ich mal wegmachen, ja? Das geht so nicht. Bitte. Eine Nachricht von Nasir. Und wenn ihr uns eine Hand abschlagt. Haben wir immer noch eine andere? Jo. I know. I know, Bro. So, dann kommt der weg. Ist hochgekurbelt. Also immer noch nicht? Doch, geht doch. Balliste bereit, eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal so. Jetzt produzieren wir viel Bier. Bier aus Schank 8. Nahrung minus 8. Gut. Bäume technisch ist es noch im Rahmen. Hier gibt es Krieg. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier Richtung Öl ein bisschen unsere Burg aufstellen. Das ist, glaube ich, Forward Tower. Da hatten wir gesagt, sowas machen wir nicht. Das heißt, ich mache das hier so, glaube ich. Das geht, glaube ich, noch voll klar. Kommt Torhaus hin. Und Mauer. So. Ja. Super. Da wird schon wieder geballert. Also, bin ich auch ein Ballermann. Weg. Nur er packt da auch seinen Fuhrpark, Junge. So. Macht mal ruhig, also dass die halt, wenn man die auf aggressiv stellt, dass sie dann nur Truppen angreifen, keine Häuser, finde ich schade. Aber gut, müssen die wissen, ne? Ihr seid so, Käffchen. Der viertgrößte Herrscher. Da kommt was, aha. Das ist natürlich schwierig. Wie machen wir das? Ich glaube, wir machen das sehr unschön. Also es wird wirklich hässlich. Aber es ist zweckmäßig. Die Kirche, die Kathedrale ist integraler Bestandteil unserer Burg. Seht das endlich ein. So. Schön. Sieht gut aus. Ja. Der Nasir ist klein gehalten. Kleiner kann man jemanden nicht halten, denke ich. Die Katapulte, die können wir mal da so hin orientieren. Dann machen die den da schön clean. Ist auch gut. Ja. So. Hier Getreide finde ich nicht gut, was ihr macht. Also überhaupt nicht gut. Generell, dass ihr hier auch Ressourcen gathert. Ja. So. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Okay. Was sind jetzt die nächsten Schritte, Leute? Ich würde sagen, wir bauen Eisen ab. Und machen Fettschwertkämpfe. Haben wir sehr lange nicht mehr gemacht. Und werden dann nach und nach die Leute überrennen.
So stelle ich mir das vor, ja. So. Wie sieht's aus mit Leuten? Da können wir noch ein paar Menschen hier ordern. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Klingt auch falsch, aber gut, so ist es, ne? So, mach die doch mal weg. Also wir brauchen ein paar Bogenschützen, das nervt mich. Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Wind, wie das hohe Ufergras. Das nervt mich halt echt, ne? Die Ballisten sind da nicht sehr... Kann man die da oben auch wegmachen? Nee, das ist mir auch zu nah. Ihr geht, macht mal ein bisschen Rückzug. Was ist das denn? Regeneriert der sich? Hier mache ich Türme, glaube ich, hin, oder? Wobei, das zieht mir, glaube ich, über die Dauer zu viel Ressourcen raus. Oder? Okay. Ich brauche Bogenschützen, denke ich. Problem wird dann nur das Holz sein. Er hat ultra viele Holzfäller. Er wird mir jegliches Holz wegschnorren. Wir benötigen Holz. Das ist ein Problem. Das hier ist auch ein Problem. Ich brauche wirklich zumindest... Hier, was ist, wenn ich euch da hinstelle? Ich glaube, das wäre wichtig. Balliste, bereit, komm. Das nervt. Der macht da echt eine Balliste nach anderen weg. Also... Der Nasir muss auf ewig klein gehalten werden, aber die Schlange stresst hier auch wirklich sehr, ne, muss man sagen. Die Frage ist, wie klären wir das hier oben? Vermutlich mit 10 Millionen Ballisten, oder? Ich habe 4000 Gold. Ich habe nicht sehr viel Steuern. Das heißt, was auch immer ich jetzt mache, es muss wohl überlegt sein. Das hier ist ein Problem. Scheiße. Tatsächlich habe ich jetzt... Der bricht mich. Geh es an. Okay, ich baue richtig viele Ballisten. Gelb macht sich jetzt auch langsam ready. Wenn Gelb kommt, habe ich nämlich richtig das Problem, tatsächlich. Ja. Und ich werde da Schilder aufstellen. Also die tragbaren Schilde. Ja. So, jetzt kommt... Wenn das Schwein angreift, habe ich ein bisschen Problem. Es sieht auch so aus, als ob die sich eher auf mich fokussieren. Mein Abt, der baut gar kein... Also der baut nichts, ja. Bisschen... ungewöhnlich. ich muss unbedingt mehr Steine bauen. Nicht genug Holz. Scheiße. Balliste, bereit, mein Euer Gnaden. Wie können wir helfen? Ziel im Visier. Ziel im Visier. This is a problem. Euer Gnaden. Balliste, bereit, mein Lord. Was soll konstruiert werden? Das ist alles problematisch. Ich brauche einfach brutal viele Ballisten, glaube ich. Und dann geht es auch schon wieder. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste bereit, my lord. So, wir machen erstmal hinter einem Turm die da weg. Sowas. Die kriegen schon aufs Maul, Alter. Okay, dann jetzt würde ich ASAP die Balliste. Sehr gut. Und raus. Bereit, my lord. Auf aggressiv. Balliste, bereit, okay, ich ignoriere einfach den Scheißkatapult tatsächlich. Bereit, my lord. Und werde mit vielen Steinen hier viele Türme bauen. Wir haben nicht genügend Steine, das ist schwierig. Das ist auch schwierig. Mönche. Ihr könnt auf uns zählen. Zugriff. Euer Gnaden. Kein Gold mehr. Ich habe kein Gold mehr. Das war's. Okay, die Map ist doch nicht so einfach, glaube ich. Ja? Muss man sagen? Wir stehen zu euch. Okay. So. Er kommt klar, oder? Kommt er klar? Die Mönche sind bereit. Okay, wieder dahin schicken und ich brauche jetzt neue Hopfenfelder. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und habe hier sogleich ein Problem, da er hier. Ja, mein Freund. Was hingebaut hat. Das reißen wir mal ab. Ist immer ein bisschen assi, muss aber auch mal sein. So, ich muss jetzt hier echt tatsächlich einigermaßen micromanagen, damit ich hier das Maximalste aus meinem Gold raushole. Wie kann ich helfen? Wir benötigen Holz. Ich habe jetzt kein Holz mehr. Der Herr ist allgegenwärtig. Oh, was ist denn da los? Die sind so smart, dass sie hier oben hingekackt kommen.
Wirklich smart, Balliste, ne? Bereit, my lord. Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, my lord. Ein unmögliches Ziel. Geht er auf die? Ja, geht das? Geht das? Wir geben unser Bestes. Ja, jetzt der. Okay, also so richtig gut läuft es nicht. Ich bräuchte Holz tatsächlich. Die Steinvorräte sind zu knapp. Kannst du mir Holz schicken? Eine Nachricht vom Abt. Wir haben euch gesendet, was ihr benötigt. Sehr gut. Weil ich brauche mehr Stein. Und ich muss dann auch nochmal, wenn es geht, eine Hopfenfarm. Oh shit. Balliste, bereit, my lord. Oi, 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 unlucky. Ui, ui, ui. Bitte direkt löschen, danke. Wir geben unser Bestes. Aber der Mönch hier mit seinen Katapulten blockt, glaube ich, auch jeglichen Angriff von ihm. Oh, jetzt kommen hier viele Bogenschützen. Das ist nicht gut. Ihr könnt auf uns zählen. Balliste, bereit, my lord. Jetzt ist da oben eine. Okay, die ballert aber auf die Katapulte. All good, Alter. Ist hochgekurbelt. Das muss abgerissen werden. Das hier ist das schlimmste Gebäude tatsächlich, weil es dafür sorgt, dass der seine Ballisten baut. Balliste, ist bereit, hochgekurbelt. My lord. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ein unmögliches Ziel. Okay. Ich werde Folgendes tun. Ich werde hier alles mit Türmen ausstatten und dann das nicht dort platzieren, mein relativ viele Ballisten versuchen zu bauen auf den Türmen. Ich glaube, mit denen clear ich, wenn ich hier eine kritische Masse habe, clear ich damit am besten da jegliche Bogenschützen, die ankommen und Stress suchen. So, jetzt brauche ich aber natürlich erstmal wieder das Geld dafür. Euer Gnaden. Das ist schwierig. Das Volk huldigt euch. Weil ohne Nahrung ist Dovi, ja. Mach ich mal kleine Welle. Hab ich noch... Der Berg für ihn ist komplett. Okay, er greift ja wieder den Steinbruch an. Was ganz gut ist, weil er dadurch mich nicht angreift. So, jetzt müssen wir hier oben mal gucken, dass wir sowas hier irgendwie geklärt bekommen. Das sieht gut aus. Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Okay. So. Wir fangen ganz hinten an und arbeiten uns, glaube ich, nach vorne. Ach, das Eure sieht ja ganz gut aus. Sinkt. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Das sieht ja Wir ganz gut aus. Wir haben nicht genügend Gold, my lord. Okay, das sieht aber echt ganz gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Bereit, my lord. So, der, den mache ich mal weg. Glaube ich. Ist hochgekurbelt. Vielleicht das Häuschen vorher nochmal. Wir versuchen nochmal links den Kornspeicher irgendwie, weil dann ist er echt erstmal ruhig, denke ich. Ist hochgekurbelt. Leider ist er da ordentlich an seinem Brunnen dran, ne? So. Jetzt das da oben klären. Wobei die Ballisten auf den Türmen machen das jetzt. Das ist natürlich Wunderbärchen. Ihr dürft nicht zu nah an dem Steinbruch stehen. Da bekomme ich ein bisschen Angst. Ein unmögliches Ziel ist hochgekurbelt. Geht das? Ja, geht tatsächlich. Irgendwas erreicht den. Ja. Okay. So, jetzt kommt das Schwein. Okay. Okay, okay. Oh, hier hat es irgendwie einen erwischt. Belagerungsgeräte bemannt. Unser Werkzeug Belagerungsgeräte bemannt. Okay, ein bisschen reparieren. Ich glaube, mit den Ballisten werde ich hier oben viel Kontrolle ausüben können. Dadurch kann ich die, glaube ich, auch wieder nach vorne ziehen, weil die da sehr viel Deckung erhalten werden. Schauen wir mal. Wenn die drei besetzt sind, geht es hier nochmal richtig ab. Weil die spammen, glaube ich, die Bogenschützen hier gut weg. Die schießen sogar darüber, krass. Okay, irgendein Problem gibt es hier. Wollt ihr vielleicht die da machen? Sehr gut. Jetzt noch der. So.
Okay, wir haben wieder Stein. Dann machen wir mal weiter. Ach, guck mal, hier, kleine Türme. So, halten wir aus. Bergfried komplett. So, jetzt kann ich nach und nach das erweitern. Balliste, bereit, my lord. Brauche ich hier noch einen hin? So. Okay, da ist schon einer Bruch gegangen. Ciao. Balliste bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Wenn das brennt, wäre glaube ich schön. Gibt ein gutes Feuer. Balliste bereit, my lord. Wir geben unser bisschen Micro Bestes. Ist es halt immer, ne? Aber dem müsste ja allen bald Holz eigentlich ausgehen. Ach nee, die haben ja einen Markt. Ja, das bedenke ich immer nicht. So, aber ganz entspannt. Also der Vasier ist halt komplett raus. Also das ist halt... der ist halt, ja... Ich kämpfe gegen Schlange und Schwein. Super entspannt. Aber die Map ist natürlich trotzdem ein bisschen wack. Aber auch irgendwo interessant. So. Wir haben ultra viel Eisen, genau. Ich schicke auch mal dem Abt das ganze Pech. Ja, das geht irgendwie immer nicht. So. Oh, ich verliere Beliebtheit. Steuern, Religion. Ja, Religion geht runter. Dann baue ich nochmal eine Kirche bei Zeiten. Was ist hier los? Warum werden die alle weggespammt? Von was? Von denen oder wie? Einer am anderen. Leute, greift die doch bitte an. Macht ihr das automatisch jetzt? Nee, machen sie nicht. Das ist halt nervig, ne? Ach, guck mal da! Balliste, bereit, ist das denn möglich? Eieiei, gut. Euer Gnaden. Steuer ein bisschen runter. Euer Gnaden. Belagerungsgeräte bemannt. Balliste, bereit, ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. So. Balliste bereit, ist hochgekurbelt. Eine Nachricht für Schlange. Was? Ihr lebt noch? Nicht mehr lange. So, jetzt erstmal wieder hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, mein Freund. Ihr greift Balliste irgendwie nicht bereit, das an, was ihr sollt. Muss ich Balliste sagen, ja. Bereit, my lord. Also, die greifen schon automatisch Leute an. Aber irgendwie nur, wenn sie sie ganz klar treffen können, glaube ich. Ja, irgendwie ein bisschen komisch. Hm. Frage ist, wie ist es mit dem Gold? Schlange hat noch 5000. Das ist natürlich eine ordentliche Summe. Hier, die sind irgendwie auch alle ganz komisch. Wir geben unser Bestes. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab das. Wie können die denn erreichen? Ich wollte auch Schilde bauen. Ich krieg auch gar kein Gold mehr. Nahrung wäre ganz nice. Vielleicht kriege ich es hin, hier ein bisschen. Guck mal, wenn ich zwei Getreidefelder habe, ich habe so wenig Bevölkerung, ich würde sogar vermuten, dass das reichen könnte. Mich nervt das so krass, dass ich hier so Micromanage machen muss, wirklich. Es geht auch irgendwie gerade nicht voran, das Match. So, ich habe ganz viel Stein. Hm. Okay, ich mache einfach mal das. Scheiß drauf. Und dem schicke ich jetzt auch mal Stein. Keine Ahnung, ob der damit was macht. Er baut halt einfach keine Burg, ne? Ist alles so komisch. Okay. So, die sind jetzt immer weiter dezimiert langsam. Dann ziehe ich den mal wieder ein bisschen zurück, glaube ich. Das nervt mich, dass die nicht angegriffen werden. Von niemandem. Von niemandem, obwohl sie in Range sind. Das ist nervig. Hm. Ich könnte Katapulte da reinstellen tatsächlich und ihn eindecken. Kein Plan, ob das reicht. Was ist, wenn ich die ganz unten an den Klippen aufstelle? Dann werden die ja wahrscheinlich nicht getroffen. Oder? Aber können sie dann vielleicht hochschießen? Wir geben unser Bestes.
Sind halt auch diese... Guck mal, die schießen jetzt bis zu meinen Türmen. Geisteskrank. So. Aber weiter geht nicht. So, wo schießen die jetzt hin? Oh. Okay. Plupp, plupp, plupp. Heftig. Ne, irgendwer schießt da jetzt. Also, könnt ihr die mal probieren? Ja, einer erreicht den. Der Rest nicht. Okay. Okay, aber einer schießt da automatisch oben rein, wenn hier unten nichts ist. Aber hier unten ist was. Ganz schräge Nummer. Oh, hier ist zu viel los. Okay. Euer Gnaden? Zwei. Was soll ich glaube, das ist werden? Auch der ganz gut, weil hier kommt nur Dröppelchen. Oh. Okay. Doch nicht. Eieieiei. Wie machen wir das? Der hier darf jetzt auch nicht wiederkommen. Aber er kommt auch gerade nicht wieder. Alles gut. Ist hochgekurbelt. Oh, das können wir anzünden. Okay, das ist delicious. Weil er irgendwie buggt, dass er da kein Tor bauen kann. So. Das geht ins Geld, mein Freund. Das geht richtig ins Geld. Die Ballisten sind ja tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe ich das Gefühl. Was wünscht ihr? Geht bitte durchs Tor. Sehr gut. Okay, jetzt sind die an den Ballisten. Sehr gut. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Das ist gut. Ausgezeichnet. Toll. Toll. Was willst du? Was will der denn mit dem Bogenschützen hier? Er will hier die ganze Zeit angreifen, aber es geht halt nicht. Weil da eine scheiß Klippe ist. Diese Map ist ein Paradebeispiel, warum der Kreuzzug von Stronghold Crusader absolut undurchdacht ist und niemand der Entwickler den jemals gespielt hat. Weil es ist ja komplett lächerlich. Die Abteile belagert. Ja. Schickt uns Hilfe. Nee. Ja gut, komm. Wir sind ja... Der Berg so das sind gar nicht meine, das sind seine. Wie kann ich helfen? Ey, du bist so dumm. Okay, ich glaube, er stirbt. Oder? Ich glaube, er könnte sterben. Nee, die drei reichen nicht. Oh, ist aber Half-Life. Nein, er stirbt, oder? Wenn er stirbt, wäre es actually fast schon gut. Das war super knapp. Voila. Okay. Komm, schieß doch nochmal rein, bisschen Feuer legen. Hey, die Stars, Pipapo, ist ja nochmal ein bisschen busy hier, der kleine Bro. Okay. Wir geben oder irgendwie die nochmal, oder? So. Ist hochgekurbelt. So ein Ding. So ein Ding. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Ist hochgekurbelt. So ein Ding. Muss ich Feuer legen? Nein. Gut. Ist hochgekurbelt. Wenn ich will, ne? Der hat schon. So, hier Ballisten sind tatsächlich gar nicht so unwichtig. Unser Werkzeug ist Lagerungsgerät. Okay. Also. Wir haben ultra viel Eisen immer noch. Wir müssen jetzt langsam daraus mal was machen. Ich habe aber echt wenig Gold. Ich habe richtig Goldprobleme. Da sind wir bei einer anderen Sache. Kann ich hier nicht ein, zwei Getreidefelder so hin snitchen? Wir werden überfallen. Nee. Wessen ist das? Das muss mal weg. Der Herr ist allgegenwärtig. Gib mir meinen Stock. Also, dass er seine Mönche und alles bei mir parkt. Wobei jetzt gerade nicht. Können wir da nochmal Feuer legen? Wäre richtig Ehre. Er kommt gar nicht mehr wieder. Irgendwas ist hier passiert, das hat ihm das Genick gebrochen. Schön. Lecker. Nee, toll. Also, übrigens, die Schlange macht ja eigentlich mega die Gräben. Übelstes S mit Wassergräben. Geht nicht, weil der auf einer Klippe ist. Und das ist oberhalb des Meeresspiegels in Stronghold. Und deswegen kann der keine Gräben bauen. Jetzt kann ich ja mal ein paar Facts, ne? So.
Gold kriegen wir mehr und mehr, das ist nice. Komm, dann bauen wir jetzt mal eine Schmiede. Und eine Rüstungsschmiede. So. Waffenkammer. Cameron Diaz, Junge. Die bauen wir hier oben hin. Das ist ein weiter Weg. Bauen wir... Egal, scheiß drauf. Bauen wir hier hin. Unodos. So. Beliebtheitstechnisch könnten wir eine Kirche bauen. Gibt uns dann einen Beliebtheit. Können wir mal bei Zeit machen. So. Nochmal anzünden, bitte. Ach. Der Nasir löscht hier immer. Ey, also das ist natürlich doof. Na gut. Ja, gut. Okay, aber ich glaube, wenn wir das in Gang kriegen mit dem ganzen Erz und so. Warum baut er keine Burg? Das frage ich mich auch noch. Vielleicht auch, weil... Nee, das weiß ich wirklich nicht. Also baut ja nicht einen Stein, der verkauft sie die ganze Zeit. Überfallen. Kann ich ihm sagen, er soll wen angreifen? Gelb? Kannst du Gelb angreifen? Eine Nachricht vom Abt. Die Brüder meditieren gerade. Die dürfen nicht gestört werden. Ihr könnt auf uns zählen. Ach ja, hier hatte ich ja was gemacht. Warte mal. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht das endlich. Da meine Ballisten versagt, muss man sagen. Kein Holz mehr. Ich kann gar keine Nahrung pumpen, weil ich kein Holz habe. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Entspannt euch, nicht, eilt nicht. Eilt nicht. Ganz entspannt. Die halten ein bisschen was aus, ja. Gerade die drei Gebäude hier oben, absolut unwichtig. Ich habe auch genug Holz. Ich kann das alles wieder aufbauen. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Bitte. Löschen. Löschen wäre übel wichtig, Leute. Wirklich. Also, ich will euch keinen Druck machen. Anders wie letzte Mal. Bitte. Macht's meinetwegen entspannt, aber macht's. Ja? Jetzt draußen gerne. Eieieiei. Oh nein. Die Brüder meditieren gerade. Ja, ich seh's. Ei. Auf heißen Kohlen meditieren die. Buddhismus, ja? Hier Dings. Fakir. Hahaha. Nee, ist ja was ganz anderes. Meine Fresse. Vergesst es. Was ist hier unten wieder? Ich hab kein Holz. Das gefällt mir nicht. Steht in Flammen. Halbe Ration. Das gefällt mir nicht. So, gerne hier nochmal anzünden. Aktion, Reaktion, sage ich immer. So, das sind die Schreie, die natürlich dann echoartig widerhallen von da drüben. Wir benötigen Holz. Das ist noch was. Ich brauche noch mehr Holz, bitte. Gib mal Holz. Verbündeten. Eine Nachricht vom Abt. Wir haben euch gesendet, was ihr benötigt. Ja, geil. Okay, so. Jetzt haben wir 50-50. Ist doch gut, warum sind die unzufrieden? Geht doch. Gibt es auf der Map noch Bäume? Ich habe das jetzt ein bisschen verpennt. Mal wieder. Na, warte, wobei, ich habe die irgendwann abgerissen anscheinend. Hier gibt es richtig viele. Okay, Schwein muss Ende. Schwein wirklich Ende. Das Problem ist, Schwein... Wir sind es bereit. Werden Waffen benötigt, Sire. Das Schwein wirklich sehr... Balliste, bereit! Unmögliches Ziel! Woher hat er denn das ganze Gold, dass er sich immer wieder auf... Oder geht er überhaupt was zu Bruch? Naja, er verliert doch stetig Gold. Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekurbelt. Ein unmögliches Ziel. Wir geben unser Bestes. Können wir vielleicht da hin? Guck mal, das auch mal. Aber er hat gar kein Gold mehr für viele Bogenschützen. Man merkt es richtig. Der Trottel. So, da oben können wir mal rein. Ja, ab in die Flammen, auch gut. Schön, 3 auf 1 Streich. Ja, also ich dünne die ganz gut aus. Er ist irgendwie, weiß ich nicht. Wobei, ich krieg gerade Beliebtheit. Aber er hat doch die ganze Zeit Gold. Irgendwas hat ihm das Genick gebrochen. Der hat gar keinen Markt.
Ich habe ausgestellt, dass Markt und nichts kostet, tatsächlich. Aber vielleicht... Ja, weil ich meine, er ist selbst schuld, ne? Ich bin halt dahingehend als Mensch einer KI überlegen. Muss man auch mal so sehen, ne? Ich bräuchte halt Holz, damit ich mehr Waffen... Weil so mache ich erst in 80 Jahren den hier weg. Beliebtheit. Ich brauche Holz. Wenn ich Holz hätte, könnte ich hier Bäckereien bauen, Mühlen. Hat er noch? Er kann mir doch Holz kaufen vom Markt. Eure Verbündeten. Das vor eine Nachricht vom Abt. Unsere bescheidene Kirche ist nicht aus Gold erbaut. Doch, actually schon. Actually schon. Wir haben euch gesendet, so, was ihr benötigt. Okay, 10er Schritte. Gut. Nochmal. Eine Nachricht vom Abt. Unsere bescheidene Kirche ist nicht aus Gold erbaut. Also wir haben jetzt 18 Holz. Was machen wir mit 18 Holz? Wir können theoretisch ganz viele Holzfäller bauen und hopefully rennen die hier rüber, werden nicht von den Armbrüchen. Wir könnten hier challengen mit Ballisten und hier ganz viel Holz abhacken. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Oder ich baue eine Mühle und einen Bäcker. Und dadurch kriege ich mehr Gold und... Nee. Ich glaube, ich baller alles in Holzfäller. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, nicht alles. Wie viel habe ich noch? Doch, alles. Alles. All good, Alter. So, er kriegt jetzt was geschickt. Und zwar ein bisschen Stein. Kann er schön Buyout machen. Ach nee, es war ja... Alter, wie viel Erz ich habe. Okay. Was stehen die da? Ich habe doch gesagt, wir sollen hier. Und los! Achso, ich habe das für Bogenschützen gemacht, ich Dulli. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ich habe keine Leute, stimmt. Wir benötigen Holz. Oh mein Gott, ich habe 50-50, das habe ich sogar gesagt. Und jetzt habe ich alles in Holzfäller gesteckt. Ich kann nicht mal Ballisten bauen. Achso, doch, ich kann ja die ganzen Dudes hier. Ich kann einfach die ganzen, die so. Wurde eingestellt, my Lord. Die ganzen Brunnen einsleepen lassen. Es werden Waffen benötigt sein. So. Euer Gnaden. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit Balliste auszubilden. Zähne. Auf den Wir werden eine Balliste kostet 150. Balliste. Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Wind, wie das hohe Ufergras. Ja, was will er denn? Was will Nasir? Ich bitte dich. So. Ja, rennt da mal Balliste rein. Schön. Bereit. Balliste, bereit, mein Lord. Wir geben unser Bestes. Baut der Stein ab? Nein, oder? Blau? Doch da oben vielleicht ein bisschen. Also was ich auch machen kann... Oh. Oh. Ob das klug ist? Oh. Die schwarzen Mönche sind bereit. Oh. Oh, oh. Oh, 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 das sind viele. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Wir sind bereit. Ja, mein Freund. Gehen wir, Brüder. Wie kann ich helfen? Okay, er rennt auf ihn. Ich versuche ihm zu helfen. Eine Nachricht vom Abt. Die kriegen ganz gut aufs Maul, weil die haben echt viele Bogenschützen. Aber die stehen leider alle unten. Okay, das sind seine Mönche. Nee, hä? Doch. Die schickt er gerade alle zurück. Okay. Ich versuche mal, seine Bogenschützen, solange es geht, zu decken. Sehr gut. Easy. Krass, er hat richtig gut reagiert. Die sind sogar hingesprintet. Hätte ich nicht so hinbekommen, bin ich ehrlich. Können wir nochmal was anzünden vielleicht? Ein bisschen? Nee? Schön. So. Okay, jetzt nochmal Fokus. Also. Hier... Die haben Baumstamm. Die haben Baumstamm. Gebt uns eine Aufgabe. Oh Gott, ich brauche 10 Jahre. Ich krieg kein Gold. Ich krieg kein Gold. Gut, ich habe jetzt ultra viel ausgegeben gerade eben. Balliste. Muss man auch sehen. Bereit, muss man auch sehen. Also, ich habe ein paar Optionen. Entweder ich baue hier drauf Katapulte auf den Türmen und spam den hier runter.
Dann bekomme ich hier gar keinen Druck mehr. Bekomme ich aber so gerade eigentlich actually auch nicht. Was viel wichtiger ist, ist dieser Wald. Dieser Olivenhain. Bedeutet, den muss ich angehen mit Truppen, um die Bogenschützen zu clearen. Das geht eigentlich nur mit den Ballisten, I guess. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, mein Freund. Denke ich. Einer für alle. Oder? Balliste bereit. Hochgekurbelt. Wir geben unser Bestes. Ist hochgekurbelt. Oder? Ja, ja. Das heißt, ich spare Gold. Das Volk liebt. So, ich habe plus 2 Beliebtheit. Ich könnte auf eine Kirche sparen. Dann hätte ich hier bei minus 4, also mal. Ja, moderate Steuern hätte ich immer 1 Beliebtheit. Das wäre auch gut. Und dann kann ich notfalls hier Mönche. Ich brauche Gold. Wie können wir helfen? Ja, ich baue eine Kirche. Die Kirche kostet 500. Easy. Krieg ich hin. So, hier nochmal anzünden alles. Bitte, danke. Balliste bereit, my lord. Bitte übergreifen. Wäre wichtig. Oh, guck mal hier. Was ist denn da los? Was ist hinter Stein? Oh, hier brennt es. Okay. Hier. Auf einmal aus dem Nichts kommt er wieder. Wo ist denn sein Dings? Seine Bude, womit der Baumeister baut? So, ran. Und weg. Wir geben unser Bestes. Und weg, sehr gut. Dann hier nochmal. Ich würde jetzt noch einmal tatsächlich den Kornspeicher komplett rausnehmen. Weil er hat 2 Holz und keinen Markt. Und wenn dann der Kornspeicher weg ist, ist der Game Over. Oh. Schachmatt. Okay. So, willst du vielleicht jetzt das Schwein mal angreifen? Das wäre nice. Eine Nachricht vom Abt. Einverstanden. Geil. Ich könnte überlegen, jetzt Druck aufzubauen. Und da mit zu committen. Um Balliste ordentlich Schaden bereit, anzurichten. Ein unmögliches Ziel. Hochgekurbelt. Lol. Ich kann die Waffenkammer treffen? Balliste nee, ist oder? Bereit, doch, ich glaube schon. Doch, tatsächlich. Verliert Leben. Oh, wo schießen die drauf? Balliste bereit, die. My Lord. Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Oh, was ist denn da los? Kommt das Schwein mit dem Armbrustschützen? Wir geben unser Bestes. Mhm. Mhm. Okay, er greift jetzt hier mit ganz viel Bogenschützen. Kriegt aber dadurch, glaube ich, von überall gut aufs Maul, weil er sich schön zentral auch hinstellt. Unter unserer erleuchteten Führung wieder vereint. Ja, ja, klar. Er wollte Balliste, die angreifen? Bereit, Balliste, bereit, my lord. Ja, nein. Nein, nicht verlassen. Bereit, my lord. Habt ihr es verlassen? Nee, ne? Doch. Balliste bereit, my lord. Balliste bereit, my lord. Scheiße. Ärgerlich. Hochgekurbelt. Ärgerlich. Wir geben unser Bestes. Ja, er hat jetzt hier quasi gar nicht so richtig angegriffen. Er patrouilliert hier mit seinen Mönchen. So, ich habe 500 Gold. Wir probieren mal. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Wir haben eine Religion verloren. Aber dann schmeiße ich die wieder an. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Wieso haben wir jetzt eine Religion verloren? Wir haben doch kein Haus gebaut. Wir sind doch. Bereit, oh lol, der hat abgerissen. Okay. Okay. Balliste bereit, my lord. Okay. Balliste bereit, my lord. Der baut Türme. Er hat einen Kornspeicher gebaut. Ist hochgekurbelt. Er baut Baumeister. Wie kann er.
Ach, hier unten, krass. Okay, das geht so nicht. Woher hat er die Ressourcen? Nehmen wir mal kurz hier nochmal runter. Alles wegmachen, dann kommen wir wieder zur Schlange, ja? Bau hier bitte nochmal dein Haus hin, das wäre immer so ideal. Ist hochgekurbelt. Was ist denn mit Nasir auf einmal jetzt los wieder? Hier geht's nicht vor und zurück, es ist so ein bisschen Patt gerade. Ich muss halt Gold sparen, ganz viel, fürchterlich viel. Ist hochgekurbelt. Was ist hier los? Bereit, ja, wieso können die den da jetzt angreifen? Voila. Ist hochgekurbelt. Balliste. Bereit. Unmögliches Ziel. Ist hochgekurbelt. Die nerven so hart. Könnte ich überlegen, hier mit zwei Trieböcken wegzumachen. Aber dann ist wieder Gold weg für einen Turm. Ich brauche hier das Holz. Ich brauche das Holz. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Wir sind bereit. Ich brauche Holz. Wie viele Ritter? 22. Also da steht ja schon eine Balliste. Was ist, wenn ich hier einfach die Schlange ignore und diese Ballisten jetzt einfach nutze? Das könnte ich probieren. Nehme ich die noch mit? Weil was will Schlange hier groß machen? Weißt du, wie ich meine? Ja, wobei, baut sich Nasir wieder auf? Actually, nicht gut. Ich habe halt ziemlich viel Holz, ne? Stein. Ja, gucken wir mal. Ja, wir gucken mal. Ich habe ja ultra viel Eisen. Selbst wenn die jetzt draufgehen, ist es gar nicht so wild. Weil das ganze Eisen, wie viel haben wir? 430? Das alles zu verbauen, dauert auch ein bisschen, ne? So, wo sind meine Ballisten? Da. Okay. Unser Werkzeug ist so, die wurde besetzt. Weg. Die wurde besetzt. Weg. So. Jetzt baue ich noch eine. Konstruieren Belagerungsgeräte. Gehen denn die Holzfäller hier überhaupt hin? Guck mal jetzt, aber jetzt macht er durchgehend Gegenstrom. Wohin gehen die? Der sägt. Der sägt. Irgendwo hier gibt es noch Bäume. Der sägt. Wieso sägt der? Das ist ja krass. Ich habe null Holz. Na gut. So, 13. Vorratslager ist voll. Eure Lordschaft? Ja, das bin ich. Dann machen wir ein Vorratslager hin. Das da können wir mal abreißen, das finde ich frech. Finde ich respektlos. Von meinem Bro, dem Mönch, dem Abt. So, weg damit. Können wir da auch nochmal. Ist die Dame im Weg? So geht's. Okay. So. Nasir baut sich gerade wieder auf. Übel. Aber wir brauchen Holz. Jetzt kommt hier die Schlange auch noch. Also, irgendwo hört's auch auf. So, noch eine Balliste. Hä? Jetzt habe ich nur noch 12. Warte mal. Ich habe da gerade ein Zelt reingesetzt und zwei Ballisten sind, glaube ich, despawned. Ich glaube wirklich. Hatte ich nicht 14 oder 13? Hä? Hier ist noch eine. Ach, hier. Guck mal. Nee, das ist die, die ich gerade gebaut habe. Da kommt noch eine angerollt. Nee, dann hatte ich 13. Alles gut. War nur ein Verdacht eben. Ja, war nur ein Verdacht. So, der... Ach du Scheiße. Aus dem Weg. Wir müssen hier aus dem Weg, Leute. Ach du Scheiße. Aber dann hat er erstmal mit allem angegriffen. Wir sind bereit. Wenn ich jetzt... Guck mal, ich habe jetzt 30 Holz bekommen, weil irgendwer hat hier den dritten Baum gefällt. Der ist ein Nationalheld, ja. Jetzt können wir hier noch eine Schmiede und eine Rüstungsschmiede bauen. Das ist ja phänomenal. Also wirklich. Ist ja wirklich phänomenal. Phänomenal. Versteht ihr? So, jetzt baut... Ja, es geht noch. Ja, hier kommt gar nicht so viel. Also, Schlange ist auf 0 Gold. Das ist richtig gut. Den habe ich quasi rausgenommen. Mhm, ja, das ist gut. Oh, die Baumeister, die waren wichtig. Sehr gut. Wir helfen mal dem Kollegen, ja, dem Nachbarn. Er hat keinen Brunnen, ne?
Nö, warum auch? Ist ja nicht so, dass in jedem scheiß Kloster es einen Brunnen gibt. So, Jungs, Feuerwehr vom Nachbardorf. Und meanwhile habe ich seinen Rücken. Weil er nicht... Oh, scheiße, er hat jetzt nicht ein... Ach, scheiße. Er hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Das war's. Er hat keine Truppen. Weil die alle abgebrannt sind. Die Ballisten müssen jetzt alles aufhalten. Der Typ hat gar kein Leben. Ein erträglicher Aufwand. Okay. Okay, da fallen einige, muss man sagen. Mehr so in die Mitte ballern. Dann trifft ihr auch die Nachzügler. Nee. Vielleicht rennen sie in die Flammen. Schickt uns Hilfe. Ja. Nee. Rennt in die Flammen. Flammen bleibt. Bleibt flambiert. Ja. Ins Feuer. Sie dodgen Feuer ein wenig. Sie dodgen Feuer ein bisschen. Das war's. Er ist weg. Ist gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich sehr viel Grünfläche. Für Getreide? Oh, ich könnte auch. Allmächtiger, was werdet ihr ohne mich tun? Weil wenn ich Nahrung habe und wenn es nur ein bisschen ist, kann ich instant die Steuern hochschrauben. I try. Eine Nachricht vom Schwein. I try wirklich, glaube ich. Ich mache Hackfleisch. Ich habe gar keine Hopfenbude mehr seit 80 Jahren. Hackfleisch. Aber ich habe sehr viel Bier. Hier würde ich sehr viel Bier. Scheiße, okay. Wie mache ich das? Warte mal. Ich muss jetzt das... Balliste, bereit, my lord. Wie machen wir das? Ach, jetzt bin ich... Jetzt habe ich... Okay, jetzt ist echt... Uff. Also. Balliste ist bereit. Wir geben unser Bestes. Die Holzfäller rennen hier hoch und werden hier beschossen. Die muss ich decken. Ich werde das jetzt tun, was ich gesagt hatte. Eins. Nee. Dann lieber noch eine Hopfendings. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ich werde das mit der Nahrung probieren. So. Okay. Balliste, bereit, my lord. Okay. So. Was wünscht ihr? Paar Ritter. Oh oh. Balliste, bereit. Sehr gut. Nein, nicht gut. Zwei hat er. Balliste, bereit, my lord. Das muss weg, weil sonst packt er da immer wieder Truppen. So, und ein bisschen Angriff. Zu vorrücken. Bitte bleib klein für immer. Balliste, bereit, my lord. Das wird jetzt schwierig. Es wird schwierig. Oh Gott. Guck mal, was da oben alles ist, ey. Gebt unser Bestes. Ihr zuerst. Der Tod schreckt mich. Seid gegrüßt. Ich brauche eine Fuhre. Eine Fuhre Holz. Das reicht mir. Wenn die alle noch einen Baum abkriegen, ist alles all good, Allah. Nicht die Sklaven, bitte. Wir geben unser Bestes. Scheiß auf die Sklaven mal kurz. Ja, ja, ist gut. So, jetzt können wir wieder auf alle ballern. Okay, ich habe richtig viel Gold. Habe ich bis eben nicht gesehen. Ich bin dumm. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, haben wir jetzt. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Euer Gnaden. Ja, mein Freund. Nachschub bitte. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Balliste, bereit. Die da wegmachen. Unser Bestes. Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekurbelt.
Ist hochgekurbelt. Ist hochgekurbelt. Balliste bereit, my lord. Oh oh. Die sind nicht gut. Die knüppeln die ganz gut weg. Balliste bereit, my lord. Ich bring gleich wieder. Das ist nicht gut. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Okay. So, jetzt fällt bitte Holz, bitte. Aus, mein Freund. Seht das endlich ein. Was hübscht ihr? Lagerungsgeräte beim Mann ist bereit. Mhm, jetzt brennt alles. Bitte schnell löschen. Wir sind wirklich viele Feuerwehrleute. Das wäre jetzt wirklich sehr wichtig. Scheiße, Bruder. Okay, die machen Ausfall. Ist aber nicht schlimm. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Eine Nachricht von Nasir. Ist nicht schlimm. Alles gut. Voll gut. Wie eure Burg über euch zusammenbricht. Ja, er hat ein Holz. Er auch. Oh Gott, jetzt noch löschen und alles ist fein. Alles ist fein. Schlange wieder langsam am Start. Problem bei mir. Warte mal. Wenn ich nur dieses Gebäude anzünde, ist er, glaube ich, wieder erstmal gut resettet. Ich schicke die hier hin. Weil das sieht gerade ganz gut aus. Die rennen alle mit Holz zurück. Das wird delicious. Marmalicious. Bitte löscht doch. Bitte, 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 bitte. Löscht, löscht. Sehr gut. Eine Brauerei ist weg. Hopfenfarm hoch. Ja? Wir haben gar keine Häuser mehr. Die sind irgendwie alle weggecheckt. Schade. Das Volk hat eine hohe Minus 3, Überfüllung. Balliste, bereit, mein Lord. So, genau. Mach das mal weg. Ach Leute, wir können direkt das nächste machen. Komm, wir machen direkt das nächste. Macht ihr das? Treffen das nicht? Doch. So. Mit denen ist nicht zu spaßen. Noch zwei Ritter, aber komplett. Ich meine, die haben viel gesoakt auf sich. Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Bitte bringt das Holz weg. Die haben nur zwei. Hat dir keiner jetzt eine Nachricht drei? Vom Schwein. Schwein gehabt! Schwein gehabt! Oh nein. Bitte kann einer. Ja, Zack, Zack um dein Leben. Ey, das Holz so ein. Aber hier ist es actually nichts, was verlangsamt. Hier ist es wirklich gerade ein Problem in meiner Eco, was ich über strategische Art und Weise beheben muss. Ich glaube, wenn der brennt hier, ist echt gut. Balliste, ja? Bereit, wäre echt gut. Balliste, bereit, my lord. Bitte brennen. Eine Nachricht ja, der Schlange. Schön. Es ist Zeit, so, jetzt das. Balliste, bereit, my lord. Sehr gut. Balliste, bereit. Wir geben unser Bestes. Ist hochgekurbelt. Ja, auch gut. Jetzt hat er wieder sehr viel Bogenschützen, ne? Okay. Muss ihn irgendwie klein halten. Oh, der rennt auch alle. Die rennen auch gut Truppen, glaube ich, in die Flammen. So. Balliste bereit, my lord. Deckt um jeden Preis. Eine Nachricht vom Schwein. Die verdammten Axtkämpfer. Werden eure Knochen zermalmen. Ihr zuerst. Der Tod schreckt mich nicht. Mit denen ist nicht zu spaßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war scheiße knapp. Ja, lieber hier auf so einer Geraden. Das wäre, glaube ich, wichtig. Okay, die snacken sich das Holz. Abfahrt. So. Geil, ich habe Holz. Nee. Eine Mühle, ein Ei. Und eine Bäckerei. Es sind nicht genügend Arbeiter Ach ja. vorhanden, um das Gebäude ja. zu verwalten. So. Das Volk hat eine Gut. hohe Meinung. Bisschen steuern. Nee. Wachsen Warum habe ich jetzt so viel Beliebtheit? Religion 5 auf einmal. Okay. Balliste okay. Bereit, my lord. Scheiße, das Wir war's. Geben unser Bestes. Also mit. Seid gegrüßt. Oh Gott. Okay. Fuck. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut.
Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, tatsächlich. Das ist halt jetzt passiert, weil ich der Schlange zu viel Raum gegeben habe. Aber ich konnte tatsächlich mit der ganzen Aktion einiges an Holz saven, sodass ich vielleicht genug habe, um mehrere Bäckereien jetzt zu haben. Diese Gebäude dürfen halt nur nicht verrecken, das ist das Problem. Und den hätte ich... doch. Okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay, okay. So, 8 Holz. Ich habe auch gar keinen Kornspeicher mehr, ne? Den packe ich mal hier hinten hin. So. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Ich habe keine Balliste mehr. Das hat so gerade Geld gekostet. Balliste, was der da baut. Okay, dann versuche ich jetzt einfach nur weiterhin hier ihn klein zu halten. Balliste, oder die beiden halt. Ich habe jetzt ganz gut Holz wieder bekommen. Und ich glaube, ich bekomme jetzt auch noch was. Liefert hier noch wer ab? Nee, ne? Okay, dann war es das erstmal mit Holz. Wir sind bereit. Oh, warte mal. Mein Bergfried ist gar nicht vollständig. Okay. Wie kann ich helfen? Gib mir meinen Stock. Also. Ich brauche... Die beiden kann ich nicht finishen, weil ich nicht hinkomme. Das ist so asozial, wirklich. Okay, ich hab's überlebt. Ach, scheiße. Bin wieder rein. Eine Nachricht vom Schwein. Ich bin echt am Überlegen, was ich jetzt am besten mache. Ich brauche Holz. Ich brauche dringendst Holz. Ich kann die nicht finishen. Ich muss das Schwein finishen. Aber ich muss die auch gleichzeitig klein halten, damit ich weniger Druck habe, weil ich bin allein. Das ist wichtig. Wichtig. Very, very important. Ich könnte versuchen, mit Mönchen ihn wegzuspammen. Eine Nachricht der Schlange. Ja. Warte mal. So, jetzt haben wir 5 Beliebtheit, weil ich... Guck mal, ich kann doch, genau, halbe Ration, dann habe ich 4 Beliebtheit mehr quasi effektiv und kann Steuern sehr effektiv erhöhen. So, jetzt habe ich nämlich minus... jetzt brauche ich nur mehr Leute für mehr Steuern. Ich könnte tatsächlich probieren, mit einem Mix aus Schwertkämpfern und Mönchen Druck zu machen bei ihm. Wir benötigen Gold. Wir stehen zu euch. Gehen wir, Brüder. Eure Lordschaft? Oh lol, das sind ja übel viele da drin. Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu Dienst. Was wünscht ihr? Geil. Wir sind bereit. So, was geht bei euch? Gerne nochmal anzünden. Das sind so die Assis, weil die einfach Holz kaufen können, Mann. So die Assis. Wirklich. Bitte einmal anzünden. Den ganzen Laden. Den ganzen Bums. Jetzt schießt er da die Kühe rein. Ja, tob dich aus an den Türmen. Ist mir scheißegal. Sehr gut. Geil. Ihr seid der größte Herrscher. Was lächerlich ist. Oh, oh. Wir geben unser Bestes. Boah, was sie aushalten, ne? Wir werden überfallen. Ich baue hier noch einen Turm hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Der Bergfried ist kommt. Ich glaube, ich mache das so. Ich mache das wirklich so, dass ich da versuche einfach... Weil ich komme nicht voran, ihr merkt es. Ich komme nicht voran. Ich muss hier einfach stumpf gegen... Also Pressing, gegen den Ball. Okay, das klappt gar nicht. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Hier irgendwie im Rückraum die Leute sammeln. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt. Balliste, bereit, mein Lord. Können wir die erreichen? Ah, okay. Ja, auf einmal geht's. Okay. So. Wo geht ihr denn lang? Hier ist doch ein Tor. Was
ist das denn für eine Route, Alter? Balliste, bereit, Mylord. Ist hochgekurbelt. So. Okay. Machen wir da nochmal dicht. Keine Ahnung, was hier läuft. Ja, da habe ich jetzt wahrscheinlich unnötig Damage genommen. Naja, gut. Euer Gnaden. Es wir sind Waffen bereit. Benötigt, Sire. So. Wir benötigen Gold. Ja. Geht doch bitte durch dieses komplett. Tor. Was ist denn euer Problem? Balliste bereit, Milo. Bisschen höher und dann den? Geht das? Ich will nicht, dass die da wieder hier drauf... Ja, okay, komm. Ja, sehr gut. Schön. Hier schießt eh, ne? Doch nicht. Okay, nice. Ballistet, was mit dem? Kriegt bereit, der den? Nee, das ist Ding? Hochgekurbelt. Die Bude? Ja, gut. Nee? Nee, Ballistet, gut. Bereit, hä, der ist weg, der Armbrustschütze. Okay. So, dann wieder hier hin. Ich spare weiterhin, mache einfach ganz viel Mönche und Ritter. Wir ich könnte natürlich auch wieder auf Ballisten sparen und das hier nochmal versuchen mit dem Aufbauen und gleichzeitig versuchen hier ihn klein zu halten, so wie ich es jetzt mache. Offensichtlich reichen vier Ballisten. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, getroffen, oder? Seht es endlich ein. Okay, das ist ja wirklich erstaunlich. Knistert gut, ne? Bereit, unmögliches Ziel. Den Kornspeicher. Dann können die hier angreifen. Wir geben unser Bestes. Ist hochgekurbelt. Okay. Gut. Hier hat tatsächlich es einer geschafft. Wir wollen mehr. Okay. Wie? Hä? Was ist... How? Was ist hier passiert? Alter, was ich an Truppen verloren habe. Voila. Ich pack die extra da hinten aus Sicherheitsgründen. Och, Mann. Scheiße, Bruder. Ins Arsch. Also, Entschuldigung, ne? Aber... Das ist hier wieder so ein Marathon. Das ist kein... Das ist keine Stronghold-Mission. Das ist ein Stronghold-Marathon. Komm schon, Max. Setz dein Brain ein. 21. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Wir brauchen mehr Leute für mehr Steuern. Die Leute am besten in, also die Häuser in absoluter Sicherheit. Da darf nichts brennen. Hier habe ich absolute Sicherheit zu gewährleisten. Das ist toll. Drei Häuser. Überfallen. Sehr viele Leute. Das mehr Münder zu stopfen. Als nächstes Bäckerei. Dann habe ich Nahrung, viele halbe Rationen. Guck mal, ich könnte die auch mal erhöhen und das ein bisschen droppen lassen, die Beliebtheit. Ist auch eine Möglichkeit, ja? Die Ballisten machen auch irgendwie nichts mehr. Was ist denn mit euch? Komm, mach die mal weg. Können die Mönche mal auf aggressiv, bitte? Wir stehen zu euch. Gott sei mit ihnen. Ihr seid der Zweitgrößte. Ich kann ja jetzt hier stehen. Hier brennt ja nichts mehr. Balliste, bereit, Mylord. Okay, er ist gut im Arsch. Kann man so sagen? Ist hochgekurbelt. Eure Beliebtheit sinkt. Das ist okay, aber dafür kriege ich jetzt einen Arsch voll Gold. Okay, aber wenn ich jetzt sehr viel Gold kriege. Ja, gehen wir davon aus. Was kriege ich hier? Gold fließt 62. In die Schatzkammer, Sire. 62 pro Tick. Das wird aber noch mehr. Er greift nicht in so großen Wellen an. Er hat doch irgendwie Probleme, habe ich das Gefühl. Ich könnte eventuell hier auch... Theoretisch ist es nur das Tor, was ihn schützt. Nur dieses Tor, ja. Das heißt... Und er hat 8 Armbrustschützen. Gut, hier hat er noch mehr. Aber die Schwertkämpfer soaken ja auch viel. Es werden Waffen benötigt, Sire. Euer Gnaden. Aber jetzt kriege ich richtig Gold. Das sind richtig viele Mönche. Richtig viele Mönche. Das geht jetzt Snowball exponentiell, Digga. Verstehst du? Balliste, bereit, Mylord. Er ist irgendwie auch ein bisschen schachmatt. So wirkt es. Ist hochgekurbelt.
ist hochgekurbelt. Hm. Leute. Ich würde... Also mein Gameplan ist jetzt, dass ich Truppen pumpe und einfach mal probiere, beim Schwein anzuklopfen. In der Hoffnung, dass da eine gewisse Menge durchkommt. Boah, da muss ich echt viele Mönche schicken. Aber wir hatten es in der letzten Mission auch, dass überraschend viele Mönche doch für ein Schwein gereicht haben. Weil halt, und das ist es, glaube ich, Armbrustschützen viel länger nachladen. Ich glaube, Bogenschützen sind deutlich besser gegen Mönche, weil Mönche halten ja nichts aus, gar nichts. Es werden Wahlen bemüht. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strengt euch mehr an. Okay, gut. Mach ich. Der schießt hier gegen, ey. Jetzt hat er keine Steine mehr, wa? Krieg ich denn hier nochmal Holz? Ich könnte hier auch einfach ganz viele Holz... Ich habe 21 Holz. Alter, Abfahrt. Machen wir so. Dann reißen wir den mal ab. Machen wir noch eben so. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit mein Holz einsetzen, um Schmieden zu bauen. Aber da ist so ein bisschen das Ding. Ja, das ist so hätte, hätte. Und wer weiß, wie viel ich dann erst jetzt hätte. Ja, wahrscheinlich doppelt so viel. Das wäre schon krass. Ja, aber dann hätte ich trotzdem üble Goldprobleme. Ich hätte, glaube ich, gar nicht das Gold, um die alle zu produzieren. Okay, also halbe Ration hält gegen an. Ich habe jetzt noch zwei Bäckereien gebaut. Eine Mühle reicht völlig. Zwei Getreidefelder, Felder reichen völlig. Muss ein bisschen aufs Bier aufpassen, weil ich habe ja gar keine Hopfenfarm mehr. Aber ich habe so viel Bier vorproduziert. Könnt ihr hier mal ein bisschen irgendwie... Das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, was hier passiert. Aufhören. Balliste bereit, my lord. Balliste bereit, my lord. Nicht schießen, Jungs. Alles gut. All good. Ist hochgekurbelt. So, super. Jetzt zünden wir das hier an. Das mögen wir nicht, das Gebäude. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht das endlich ein. Das darf nicht passieren, Leute. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, Mylor. Das sind 30 Holz, die da gerade weggehen. Balliste bereit, Mylor. Ärgerniserregend. So nenne ich das. Ärgerniserregend. So, weg damit. Balliste bereit, Mylor. So, der kommt näher, das ist nett. Reparieren. Wir benötigen Steine. Ich habe auch gar keine Steine. Das ist ja auch draufgegangen. Da sind jetzt Armbrustschützen geparkt. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten. Meine Beliebtheit, oh mein Gott, was passiert? Das Volk scheint euch nicht geneigt zu Unsere sein. Schatzkammer leert sich. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein. Hä? Okay, das ist auf einmal super schnell dann gedroppt, oder? Weil ich hatte die ja erhöht auf minus 12. Lauf weg, der greift an. Sündchen. Alter Bruder. Weiß ich ja nicht. Ihr seid der größte Herrscher. Ja, es ist toll, das ist toll. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, dann raus damit. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Die schwarzen Mönche sind bereit. Habe ich mein... Okay, ja, mein Bergfried ist ready. Einer für alle. Mein Bergfried ist ready. Wir benötigen Steine. Keine Steine mehr. Ich schicke die Ritter mal sicherheitshalber auch rein. Du bleibst offen. Euer Gnaden, euer Gnaden. Belagerungsgeräte bemannt. Okay. Eure Lordschaft. Okay. Ich muss jetzt gucken, wo die sich durcharbeiten. Wahrscheinlich eher rechts.
Da wahrscheinlich. Wir folgen euch, Herr. Und los! Okay, aber hier die... Aha. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Die Wege des Herrn sind unersäulich. Machen wir Angriffshaltung. Die schwarzen Mönche. Ja, rennt hinterher, Jungs. Sehr gut. Jemand auch Angriffshaltung? Gegebenenfalls ein Ausfall, automatisch. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. Und ihr macht auch aggressiv. Sehr gut. Gibt's Gehacktes? Hey. Mhm. Okay. So, wir haben jetzt wieder gut Beliebtheit und können Steuern nehmen. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. So. Ich glaube, wir können jetzt tatsächlich volle Ration nehmen und tatsächlich die ganze Zeit plus 12 haben, oder? Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Schießen die? Nee, alles gut. Okay. Ja, war in Ordnung, glaube ich. Irgendwas Wichtiges kaputt gegangen? Habe ich nochmal Holz bekommen? Nee. Die Bogenschützen, die Armbrustschützen sind jetzt weg. Das heißt, eventuell... Ah, jetzt patrouillieren die da gerade lang. Also ich brauche auf jeden Fall, jetzt wo das Hopfenfeld eh weg ist, was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt. Ich schieße auch weit. Gegebenenfalls, brauche ich hier jetzt einfach, also ich glaube, ich besetze jetzt einfach die Türme hier nochmal mit mehr Steine. Oh Gott. Es ist, Alter, ohne Witz, mit Markt wäre das hier so easy, aber... Ein Gebäude, du nimmst ein Gebäude aus dem Game raus. Da merkt man, wie komplex Game Design sein muss, ne? Also wirklich eine Kleinigkeit, das ganze Game ist halt ein anderes. Der hat eine Holz-Ehre. Ich glaube, ich werde einfach richtig, richtig viele Holzfäller mit der nächsten Fuhre bauen. Weil nahrungstechnisch sind wir jetzt auf der Höhe. Nee, wir haben kein Getreidefeld mehr. Okay, wir haben aber eine echt viele Mehlsäcke. Oh Gott. 400 Gold. Es werden Waffen benötigt, Euer Gnaden. Wollt ihr die abschießen? Geil. Mach mal doch nicht mehr Aggro, ja? Wir stehen zu euch. So. Die schwarzen Mönche sind schon bereit. Balliste, bereit, Milo. Ist hochgekurbelt. Okay. Gut. Balliste ist bereit. Ich könnte, glaube ich, jetzt mal einen Angriff wagen, oder? Ich will halt wirklich eigentlich relativ safe sein. Gib mir meinen Stock. Wie kann ich helfen? I try. Es könnte reichen. 38 Ritter sind schon relativ viel. Die Mönche... Ja, ich try mal. Das Volk liebt ich glaube, das könnte gut enden, weil er hat gerade angegriffen. Er sammelt jetzt gerade wieder. Ja. Und so oder so wird dieser ganze Angriff mir tatsächlich Holz einbringen, weil sie halt die ganzen Leute hier ablenken. Schlange hat auch gerade angegriffen. Das heißt, da ist jetzt auch erstmal Ruhe. Mhm. Solange dieser Katapult ja lebt, greift ja auch das Schwein nicht an, tatsächlich, so gesehen. Oh lol, die Balliste. Ne, irgendwas. Was? Ja, Steine werde ich jetzt mal saven. Xavier Naidu, Alter. Der alte Kobold. Okay. Ist wahre Macht. Bin zur Stelle. Warum ist da ein Bogenschütze? Gut. Der Herr ist 100 Mönche. Ob das was wird, bleibt abzuwarten, ne? Balliste, bereit! Ballisto, bereit! Ich bin so froh, dass der Nasir raus ist. Der wäre die ganze Zeit so mein Genickbruch. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, lenkt die mal ab. Das Ding ist, solange die hier durch den Schlamm gehen, werden die tatsächlich, glaube ich, nicht getroffen. Gehen wir, Brüder. Na doch. Aber es lenkt die ab und dann können die rankommen. Oh. Die schwarzen Mönche Gott, sind bereit. Vergib mir. Gott sei mit ihnen. Die Wege mach die mal weg, das wäre wichtig. Gib mir meinen Stock, vergib mir. Das Problem ist, die Schwertkämpfer kommen ganz zum Schluss. Das hat Vor- und Nachteile. Gott sei mit ihnen. Könnt ihr die einfach angreifen? Gib mir meinen Stock.
Ihr könnt auf uns zählen. Gott, Gott sei Dank. Warum rennt ihr nicht? Ich hab euch auf aggressiv. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Menschen sind bereit. Die Wege des Herrn. Sehr gut. Gib mir meinen Stock. So, wenn ihr erstmal da rangekommen seid, kommen die Fallen, klar. Die Fallen sind übrigens das Schlimme gegen die, für die Ritter. So, das ist schon beschädigt. Komm, gönnt. Jetzt sind einige dran. Einige sind jetzt dran. Ne, wir nehmen weiter das. Klopft es weg. Die Ritter... So. Jetzt... Komm... Guck mal, 55 Mönche habe ich noch. Da gibt es jetzt richtig Gehacktes, man hört es. Jetzt ist die Frage, reichen die Ritter? Reichen die? Hätte ich noch weiter warten sollen. 26. Er hat... Ah, doch, er hat noch Leute. Wir folgen euch, Herr. Sie sind wehrlos. An, Brüder. Wir stehen 25, ja. Was wünscht ihr? 27. Jetzt kommt die zweite Welle. Und danach hat er nichts mehr. 22. Einer für alle, eure Lordschaft. 21. Wir folgen euch, Herr. 19. Höh. Ach, das ist nur eine Falle, Arschloch. Na, kommen immer noch Truppen. Okay. Hoch da jetzt. Los, Jungs. Gib ihm. 18. Müssten reichen, glaube ich. Er produziert so viel Truppen gerade. Aber er produziert nicht schnell genug. 15. Ey, das wird so knapp. Ich glaube, es reicht nicht. 14. So, jetzt sind wir oben. 11. Ich meine, Armbrustschützen sind halt... Nicht die besten Nahkämpfer. 9. Das müsste reichen. Die kommen hinten wieder hoch. Die kommen hinten wieder hoch. Er hat hinter mir produziert und die Dings hochge... Alter, der hat ein Leben. Niedergeschlagen. Ja, aber wirklich, der hat ein Leben. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay, aber... That's the way. Und das hat ihm gut gekostet. Und ich hab Holz bekommen, oder? Habe ich Holz bekommen, bitte? Habe ich Holz bekommen? Ich habe richtig Holz bekommen. Nice. Okay. Wir müssen aber erstmal wieder ein bisschen reparieren, sage ich mal. 1, 2. So, die schütze ich diesmal mit einer kleinen Mauer. Grob. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Na, ist auch egal. So. Dann... mache ich jetzt eine kleine Pause, weil ich in ein Meeting muss, aber ich bin dann gleich wieder da. Ich speichere mal. Wir sind wieder da. Also Leute, wir haben sehr viel Holz. Was machen wir damit? Wir können theoretisch jetzt unsere Waffenproduktion etwas erhöhen. Man hat gemerkt, die Ritter haben den Unterschied gemacht. Ich glaube, wenn ich beim nächsten Mal tatsächlich die Ritter vorschicke, ist der Angriff vielleicht effektiver. So oder so, wir konnten durch den Angriff hier sehr viel Holz snacken. Ich könnte auch einfach mit dem 25 Holz ultra viel Holzfäller hier bauen. So nach dem Motto, einer kommt schon immer durch. Aber auf der anderen Seite, das Holz, was es dann gibt, sehr wohl. Mit Gott. Das wird dann sehr aufgeteilt auf die ganzen unterschiedlichen Holzfällerbuben. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich könnte tatsächlich auch mit Berittenen, also mit Rittern, nicht mit Schwertkämpfern, hier alles clearen erstmal. Was ich auch machen könnte... Mit 1, 2 Katapulten hier erstmal sowas clearen.
Weil da überleben, also dadurch überleben so viele Mönche, wenn diese vier Armbrustschützen schon weg sind. Ich glaube, ich werde den nächsten Angriff jetzt einfach besser mixen. Wir sind bereit. Weil Gold habe ich ja jetzt. Das Volk liebt euch, mein So, Lord. Übrigens, ich brauche noch eine Hopfenbude. Ja, die muss ich, glaube ich, bauen. Wobei, ich habe so viel Alkohol, ne? Das, wir haben ja auch eigentlich gesagt, es reicht eine Bierbauer-Ding. Ich könnte auch Stein. Ja, ich glaube, das ist essentiell. Ich sollte jetzt einmal Stein noch abbauen. Da passen auch genau die 25. Balliste, ja, bereit, hilft nicht an. Ja. Okay. So, dann versuchen wir den Laden hier nochmal anzuzünden. Machen hier weiter Druck, dass der ja nicht auf die Beine kommt, großartig. Gut. Und was ich glaube ich hier, womit ich hier auch sehr dominieren kann, ist tatsächlich dadurch, dass die Schlange hier nicht mehr sehr viel präsent ist, wenn ich hier tatsächlich auch alles mit Ballisten aufbereite. Geht natürlich sehr viel Geld erstmal ins Land. Aber ich glaube, wenn man hier... Euer Gnaden? Doch, ich glaube, ich mache das. Weil ich habe den Eindruck, wenn man hier erstmal so ein bisschen... Was präsent ist, dann kann man hier leichter das halten. Ja. Und vier Ballisten ist jetzt auch nicht die Welt. Die brauchen ein bisschen Support, glaube ich. Und die ballern ja auch alles mögliche ab. Die sorgen ja auch dafür, dass hier die Eco schwach bleibt, weil die hier Ochsen oder so wegknallen. Oder dann schießen die wieder nur auf den. Das ist natürlich doof. Was ist, wenn die hier so rein... Was ist, wenn die versuchen wegzumachen? Können die das? Das wäre... Nee. Balliste, bereit, Balliste, bereit, mein Lord. Ein Dings, ein Sklave. Okay. Gut. Was ich auch machen kann... Euer Gnaden? Komm, wir haben ja Gold. Wir haben Gold. Wir haben Gold. Wir haben Gold. Balliste, bereit, wir haben ja Gold. Was ich jetzt noch machen werde... Weil ich habe ja Gold. Ich werde hier einen Tribok bauen. Stopp. Und... Ist hochgekurbelt. Okay. So, und der eine Tribok wird den Turm wegmachen. Und dann habe ich hier nochmal viel mehr Druck. So. Wir sind es werden Waffen benötigt sein. Dann machen wir hier weiter. Es werden Rekruten benötigt sein. Balliste, bereit, Ballisto. Flugbahn ist berechnet. So. Okay, wie sieht's mit Holz aus? Ja, leider nichts. Aber ich glaube, es läuft tatsächlich trotzdem grundlegend. Das ist wahr. Ja. Okay, ich will das ein bisschen mixen. Euer Gnaden. Mit, eine Aufgabe. Ja, nee, die bleiben erstmal zu Fuß. Die bauen dann vor Ort den Katapult, die Katapulte für die Torhäuser und den Turm. Da brauche ich halt aber auch wieder, guck mal, der hat schon kassiert. Da brauche ich aber auch natürlich Stein für. Aber es ist ja jetzt wieder in der Mache. Okay. Nahrung, alles easy. Alles easy. Ja. So, wie wäre das denn mit Stallung? Weil Berittene wären halt echt gut, um vorab viel zu clearen. Aber es ist halt auch sehr viel Gold, was ich verwenden könnte. Warte mal, hier schießt ein Bogenschütze, oder? Ne, was schießt denn hier? Der! Balliste, bereit, Mylor! Balliste, wir geben unser Bestes! Bereit, Mylor! Ne, nicht patrouillieren, alles gut. So, der ist gleich weg. Okay, sehr gut. Da sind jetzt auch sehr, sehr viele Bogenschützen dadurch gestorben. Und jetzt kann ich hier nämlich den ganzen Laden durchgehend anzünden. Hopefully. Weil er hat jetzt auch kaum Ressourcen, muss man ja auch mal sehen, ne? Kann das Feuer sich bitte verbreiten? Das wäre wichtig. Das wäre mir persönlich noch ein Anliegen. Ja? Wäre mir echt wichtig. So, der Turm steht wieder. Bereit, Mylord. Flugbahn ist berechnet. Na gut. Okay. Wir werden Waffen benötigt, Sire. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt. Ich glaube, ich kann gerade so krank Mönche pumpen.
Balliste, bereit, my lord. Okay. Er hat ja auch keine Leute drauf mehr, ne? Bereit, my lord. Da sind keine Bogenschützen, die kommen da, ne, nicht mehr drauf. Ich könnte auch genauso gut versuchen, wie viel Holz, wie viel Stein habe ich? 41. Ich könnte natürlich auch genauso gut versuchen, strategische Gebäude wegzumachen, ne? Wo ist dein Kornspeicher eigentlich, frage ich mich. Ich glaube, ist der sogar genau hier oder da? Aber so das Tor oder den Turm, da sterben halt auch nochmal so viele Bogenschützen durch. Gut. Okay, ist glaube ich aber erstmal gut. So, das heißt, wir pumpen weiter Mönche. Gold geht auch nicht runter. Es ist richtig nice gerade. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten, es werden Waffen sein. Ich mach Steuern mal ein bisschen runter, dass ich einfach minus 12 Steuern machen kann. Das war mein Ritter. Er hat auch anscheinend keine Ressourcen gerade mehr für Streitkolben-Boys. 3600 Gold hat er. Okay. Balliste, bereit, my lord. Ne, weil da sind keine. Ja, ne, nur ein paar. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Oh nein. Seht das endlich ein. Das ist ärgerlich. Ich sollte da vorne einen Brunnen bauen. Einfach weil die gehen so schnell kaputt. Schaut euch das an. Jetzt habe ich keine. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Okay. Wir werden Waffen benötigt. Ah, schwierig. Ganz viele Mönche sind hier vor der Kathedrale übrigens. Wie viel habe ich denn? 140. Eure Beliebtheit steigt. Schwarze Mönche sind bereit, ja, mein Freund. 140. Das ist wieder so viel wie vorhin. Aber da hatte ich auch 30 oder 40 Ritter. Schwertkämpfer. Hier schießt wieder einer, der Kleine. Okay. Okay. Ja, ich glaube aber, wenn ich hier nicht einfach die draufrennen lasse, sondern mit Katapulten arbeite, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich glaube, das ist gut. So, dann hier generell nochmal. Das. Der Bergfried ist komplett. Schön. Ja, die kriegen hier kein Holz mehr. Also die werden hier wohl immer weggemacht. Leider. Scheint zumindest so. Das wird auch immer weniger hier. Hm. Es werden Waffen benötigt, Sire. Euer Gnaden. Das ist wahr. So, steuern wieder hoch. Wir sind wieder auf 100. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay, wie viel Baumeister? 7. Da kommen jetzt noch ein paar. Euer Gnaden. So. Keine Steine mehr. Flugbahn ist berechnet. Gönn. Balliste bereit, Mylord. Ist hochgekurbelt. Ich kann theoretisch auch jetzt weiter höher oder hier in die Kuhle rollen, weil der Turm macht ja keinen Druck mehr. Hm. Also das kann nochmal weg. Wir werden überfallen. Eieiei. Kann ich das hier jetzt angreifen, wenn ich da reingehe? Das wäre Premium. Nee. Nee, kann ich nicht. Da rein? Ein unmögliches Ziel. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, es ist ein bisschen zäh, die Mission. Aber es hat auch viel strategische Aspekte tatsächlich. Also wie sehr ich hier mit Holz jonglieren muss und mit Beliebtheit und mit Gold, das ist schon nicht ohne. Okay, wir versuchen mal die Waffenkammer zu treffen. Da richten wir einiges an Schaden an. Gut, mehr Mönche. Ich meine, wenn ich 500 Mönche schicke, guck mal, nach dem Angriff könnte ich loslegen. Hier stehen sie euch. So. Ich würde dann hier nochmal ein bisschen 1, 2, 3 ein wenig schauen. Ich will natürlich hier auch nicht
meine späteren Möglichkeiten mit Hopfen und so verbauen, zu bauen, wie auch immer. Euer Gnaden, Belagerungsgeräte bemannt. So. Was soll konstruiert werden? Okay. Wir sind soll ich bereit. Sicherheitshalber Euer die Mönche Gnaden. Zurückschicken? Die ja. Sind die moven ja schneller. Okay. Diesmal habe ich auch nicht so viele Ballisten. Ballisten also. Bereit, okay. Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal, dass wir das, den Turm einfach mal wegmachen. Könnte auch gut Schaden anrichten. Schmacko. So. Eine Nachricht vom Schwein. Bald? Jetzt sind natürlich die Sklaven schwierig. Mach die hier mal auf Angriffformation. Okay, habe ich Holz? Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Aber der sägt sehr gut. Ja, Nasir wieder da. Also was ist denn sein Plan eigentlich, ne? Also wisst ihr, was ich meine? Was will er? Balliste bereit, ist hochgekurbelt. So, der hat auch schon kassiert. Schön. Balliste, wir geben unser Liste. Bereit, Mylord. Okay, jetzt Balliste, rennt er. Bereit, Mylord. Ich würde gerne meine Ritter tatsächlich irgendwie schützen, ja, wenn es geht. Okay. Mal schauen. Also ja, wenn... Ja. Wir sind bereit. Wie kann ich helfen? Nee, bleib mal auf. Bleib mal auf. Wir gehen hier raus. Alles gut. Bleib raus. Alles gut. Auf, meine ich. Alle raus. So. Eine Nachricht der Schlange. Wobei. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen. So. Jetzt stürmen wir die von hinten. Eine Nachricht vom Schwein. Oh. Mal dieses Gemampfe dabei. So. Ausfall. Gerne Ausfall. Was macht mein Burgherr da? Oh mein Gott. Geh zurück, Bruder. So. Es werden Rekruten. Okay. Das sieht gut aus. Machen wir wieder defensiv. Schön. Jetzt flicken wir ein bisschen alles. Warte mal, hier ist ein Bogenschütze, oder? Ja. Wo die Leute wieder denken, yo, ich schieße hier mal alle Ballisten ab. Also das geht so nicht. Schieße, nein, nicht du. Nee, das Tor bitte. So. Jetzt könnte ich natürlich noch... Es werden Rekruten benötigt sein. 80.000 Mönche bauen. Und einfach nochmal probieren, ja. Ja, der Katapult nervt dann natürlich auch. Balliste, bereit, my lord. Können wir jetzt hochrollen. Der Bergfried ist komplett. Alter. Oh, krass. Die Ballisten treffen den. Heftig. Oh, Alter. Der richtige Sniper, ey. Oh, ich habe eine Balliste verloren durch den scheiß Bogenschützen hier. Na gut, müssen die wissen. So. Was haben wir jetzt hier? Passt lieber auf, was hinter euch geschieht, Narr. Als ob er jetzt mich angreift. So, wir haben jetzt, im Gegensatz zu letztem Mal, 50 Mönche mehr. Und der ist schon beschädigt und die Abwehr ist nicht... Ja, wir greifen jetzt an. Abfahrt. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr geht jetzt alle hier hin. Wer rastet, der rostet. So ist es. So, das lassen wir zu. Kommt keiner durch. Die geht alle hier durch. Ich will nämlich, dass sie über die Außen geht. Nicht, dass hier wieder Leute lang rennen und hier schon sterben. Das will ich nicht sehen, Leute. Ja? So. Euer Gnaden. Wir haben auch kein Gold mehr gerade. Schatzkammer leert sich. Ich gehe mal wieder auf 100 Beliebtheit. Tribok bereit. Ballisten. So. Bereit, my lord. Sollte der Angriff jetzt klappen, ist der Rest easy. Also wirklich. Übrigens, wir hatten ja mal bei den Top-Kommentaren irgendwie gesammelt. Beziehungsweise ich hatte so selber mal einen Top-Kommentar zitiert. Also ich hatte jemanden zitiert und das als Top-Kommentar geschrieben.
wie denn so die Missionen vom zweiten Kreuzzug zu beurteilen sind. Und die nächste Mission ist wohl eventuell ein bisschen easy. Wir stehen zu euch. Okay, das geht nicht. Gib mir meinen Stock. Die schwarzen Mönche sind bereit. So. Vielleicht nochmal. Ich brauche jetzt auch Gold für die Katapulte. Oh, ich muss jetzt sparen. Machen wir doch mal wieder hoch. Wir haben jetzt hier auch wieder 100 Beliebtheit. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Was will er denn? Was soll ich hier einsehen, Bruder? Vielleicht da hinten nochmal anzünden? Okay, er greift irgendwie an mit ein paar Sklaven wahrscheinlich. Ein unmögliches Ziel. Nee, okay. Die Bäume stehen in Flammen, Sire. Okay. Alles klar. Wie, hä? Ja, mein Freund? Sehr wohl. Wie kann ich helfen? Gott, vergib mir. Was? Das meinte er. Ach du Scheiße. Na gut, Flucht nach vorn, ne? Ich habe übrigens super viel Holz. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen, muss ich gleich mal gucken. So, diesmal können die Mönche ruhig wieder vorgehen, denke ich. Gott sei mit ihnen. So, wir greifen an. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja. Die Wege des so, Herren dann. Sind unergründlich. Eins, konstruieren zwei, Belagerungsgeräte. Drei. Wie kann ich helfen? Was sind dir die Schleuderboys? Na gut. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Was? Belagerungsgeräte bemannt, eure Lordschaft. Scheiße. Belagerungsgeräte, Belagerungsgeräte. Okay, sehr gut. So, du gehst in Sicherheit. Bereit, habt ihr genug Mönche? Gut wie erlebt. Die machen wir erstmal weg. Vom Schwein. So, sehr gut. Das sind schon mal drei Armbrustschützen weniger. Eine Nachricht vom Schwein. Eure Tage sind gezählt. Und da sind wir durch. Wir stehen zu. Sie sind wehrlos. So, und jetzt habe ich noch die ganzen. Ich glaube, diesmal sollte es klappen. Was ist denn hier los mit der Backhut, Digga? Das geht aber nicht. So, das sieht gut aus diesmal. Das überlebt er nicht. Auf gar keinen Fall. Überlebt er nicht. Gut, der Turm, das hat jetzt nicht so geklappt, aber ja, die Katapulte haben oder nicht haben, sag ich immer. So, wir bauen jetzt schon mal ganz viele Holzfäller. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Digga? Und hier wird alles gerodet. Was denn hervorragend? Was genau? So, da kann ich jetzt einfach kompromisslos hochgehen, bin ich ehrlich. Eine Nachricht von Vasir. Das ist wahr. Sehr gut. Mein Gott. Steh da, Tropfen hüllt den Stein, du Arschloch. Okay, warte mal, den kann ich doch direkt auch finishen, oder? Probieren wir mal, ja? Es ist gerade Momentum. Ja. Gerade Momentum. So, was ist jetzt hier los? Also, Getreide bitte. Wir benötigen heute eine Nachricht von Vasir. Wir sind schwach, aber bald werden wir stark sein. Krass. Gib mir einen so. Ja, der hat jetzt halt seine Bogenschützen, die aber schlecht sind gegen die Schwertkämpfer. Oh, aber Feuer ist ganz gut gegen Schwertkämpfer. Ja, gut. Ja, gut. Hm, doof. Ja, dann. Wollen wir hier irgendwie ein sicheres Gefilde? Vielleicht können wir noch was rausholen? Das war ein ganz schöner Ölteppich, ne? Gehen wir, Brüder. Scheiße. Ja, mein Freund. Na gut. Mal bis der Baum, mal der Hund. Jo, da wird noch mehr gezündet. So, der wird auch nochmal angezündet, wo wir gerade dabei sind. Ja gut. Hier müssen wir mit Katapulten arbeiten. Beziehungsweise mit Ballisten wahrscheinlich. Aber der ist ja stuck. Das ist ja alles kein Thema. Wie kann ich helfen? Was macht ihr denn? Wir benötigen Steine. Ja, ich benötige euch Katapult an Leben. Wird bewegt. Wird okay, das war der Herr ist allgegenwärtig. Nicht so krass, ne? Wer so, ihr latscht mal zurück, scheiß drauf. Hier wird ordentlich Holz gefällt. Da ist auch schon Holz im Lager, sehr gut.
Okay, nice. Jawohl. Balliste. Da wird geburnt. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir noch einen fetten Fleischklops, der extrem viel Öl gelegt hat. Ist natürlich schade. Aber ich glaube, mit Ballisten können wir hier alle Bogenschützen klären, dann kann der nichts anzünden, bin ich ehrlich. Das regeln wir mit Ballisten. So, können wir auch direkt anfangen. Warum warten? Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay. Tatsächlich brauchen wir ab jetzt gar nicht mehr so viel Holz, glaube ich. Weil das hier regeln wir mit Ballisten und dann Mönche und das hier eh. Also was soll das? Ne? Balliste, so. Bereit, my lord. Können wir das Tor nochmal versuchen? Balliste, bereit, my lord. Ist hochgekommen. Zünden wir da nochmal an. Okay. Hervorragend. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir werden euer überfallen. Gnaden. Ja. Unsere Schatzkammer leert sich. Balliste, bereit, Milo. Werden wir? Wahrscheinlich hier, wa? Nee. Doch. Hm. Gut. Der ist abgebrannt. Ist hochgekurbelt. Hört ja auch nicht auf, wa? Ah ja, weil seine Brunnen schlafen. Deswegen kuckelt der komplett ab. Das ist ja geil. Das ist sehr geil. Feier ich. Der ist ja komplett rippt. Trifft der? Treffen die das? Ja, schön über die Mauer. Sehr gut. Toll. Schön. Nee, wirklich gut. Okay. Wir sind mit Holz. Wird geliefert. Wir benötigen Steine. Ja, dann. Katapult wird bewegt. Macht das Sinn, den allein schon mal. Der hat halt ein Leben, ne? Braucht ein so ein Steinschleudertyp kommen und das war's. Vielleicht hier einfach mal so ein Türmchen wegmachen? Die Ballisten, die machen das eh unmöglich, oder? Katapult wird bewegt. Oder? Katapult wird bewegt. So gut wie nee. Erledigt. Ha, läuft. Gut. Ja gut, die 20 Steine werden eh niemals reichen. Aber, Balliste, mal gucken. Bereit, my lord. Balliste, so. Bereit, my lord. Okay. Ist hochgekurbelt. Ja, gut. Der trifft halt das scheiß Tor nicht. Bin ich auch ein bisschen sauer. Bereit, letzter lord. Stein. Eine da kommt Holz. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen? Heul leise. So. Oh, guck mal, aber der macht ja ein bisschen Lärm, ne? Trifft nur nicht. Ja, Zielwasser ist immer so eine Sache, ne? Okay. Die bauen halt 10 Jahre durch das Moor oder was das ist. Das ist halt das Problem. Wie können wir helfen? So, steuern wieder hoch. Fließt in die Schatzkammer. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Jetzt haben wir ordentlich Holz bekommen. Okay. Machen wir das weg, scheiß drauf. So, jetzt sind wir wieder Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang. Ah, ich habe eine Brauerei verloren. Das ist ja nicht schlimm. Aber eine Schenke brauche ich tatsächlich noch. Habe ich plus 8 Jauschang noch? Tatsächlich. Ach ja, da hat man ja auch so oft drüber geredet, ne? Naja. Ja. Nehme ich immer nicht so genau. Wir geben unser Bestes. Schön. Oh, lol. Feuer gelegt. Wer hätte es gedacht? So. Tor neu gebaut und getroffen? Ja, ich glaube. So. Wir benötigen Steine. Vor allem Steine. Überfallen. Nee, baut er gar nicht ab. Doch, ordentlich sogar. Gut. Holz haben wir wieder. Schön. Ich würde jetzt, glaube ich, auf mal 8 Nahrung gehen. Dann kriege ich ultra viel Steuern. Dann habe ich echt gar keine Probleme mehr. Alternativ könnte ich jetzt auch einfach ganz viele. Ach nee, die Schenke einmal, genau. Aber die kann ich ja in Mappen Süd bauen. Das ist ja wirklich egal. Alternativ kann ich ganz, ganz viele Schmieden bauen. Aber ich damit den. Also ich glaube, hier ist es nicht so zielführend. Weil die Schwertkämpfer einfach brutal hops genommen werden.
von den Türmen da. Da muss man mal gucken, wie man das macht. Ne, das ist ja... Na gut, jetzt habe ich es gebaut. nicht von den Türmen. Von dem Öl. Ja. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, aber nicht so schnell. Das passt schon. So. Haben wir noch drei Bäckereien. Unser Mehl geht ein bisschen zu Neige. Liegt aber natürlich daran, dass wir jetzt lange keine Getreidefarm mehr hatten. Hier können wir jetzt auch alles zubauen. Also... Wir werden überfallen. Ja. Wir brauchen eigentlich wirklich jetzt nur ein bisschen warten, dass die Holzfäller richtig durcheskalieren. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Sind die Gegner? Nö, ne? Wir benötigen Steine. Steine auch so ein Ding ein bisschen, ne? Balliste, bereit, Mylord. So. Kann man hier nochmal drauf? Balliste, bereit, Mylord. Oh lol. Balliste, bereit, Mylord. Was ist denn hier los? Balliste, bereit, Mylord. Was wird denn das? Warum treffen die alle nicht? Geht doch. Alter. Balliste, bereit, Mylord. Kommt hier der Dings, der Vasier und macht Stress. Na gut. Okay. Ja, ist so ein bisschen warten auf Holz, ne? Dieses ganze Eisen, was ich am Anfang... Also... Es ist eine wilde Erfahrung mal wieder hier. Es ist eine wilde Map. Hätte ich... Also, ich brauche wirklich nur Holz. Dann kann ich hier alles zupflastern mit Nahrung. Schraub das auf mal 8. Erhöhe die Steuern bis ins Unermessliche, wie so ein Prinz John, Digga. Kann ganz viele Ballisten bauen. Mönche ohne Ende. Und spam die weg. Fertig. That's it. Das ist das Game. Oder... Was denn hervorragend? Oder ich baue ganz viel Schmieden und überrenne ihn mit Schwertkämpfern, aber da ist halt echt das Problem. Der brennt, der hoppala, der zündet hier einmal alles an und dann war's das mit den Schwertkämpfern. Also das ist halt wirklich, nee, ich muss hier tatsächlich die Türme klären, dass der nichts anzünden kann. Was rennt der denn dahin? Ist der Jack? Also glaubst du. So, hier wird aber gerade Holz ordentlich weggebracht. Ja. Hier kommt ja kein Angriff mehr so richtig, ne? Sind wir ehrlich. Wir können das hier alles abreißen. Ah, nee. Okay. Am Ende des Tages brauche ich gerade Nahrung, um dann das eben beschriebene Szenario durchzuführen. Das heißt, ich ballere hier jetzt nochmal ein bisschen Getreide, mache eine zweite Mühle und ballere ich viel Bäcker rein. Eine Mühle reicht ja so aus für, ich glaube, 3 Getreidefarmen. Ungefähr. Und für 8 Bäckereien. So. Das heißt, ich würde jetzt erstmal so viele Bäckereien auch bauen, dass man merkt, okay, man hat hier keine Mehlsäcke mehr. Die kommen nicht nach. Und dann baue ich noch eine Mühle, wenn ich genug Weizen habe. Was denn jetzt schon wieder? Wir werden überfallen? Wo denn? Balliste, bereit, alles gut. Ist hochgekurbelt. Oder? Wahrscheinlich wieder irgendein Holzfäller. Wir benötigen Steine. Na gut. Können natürlich auch ganz viel Steine abbauen. Und ganz viele Katapulte setzen. Und da oben Ramazammer machen. Geht auch, ja. Balliste, bereit, mein Lord. Die schwarzen Mönche sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Häuschen natürlich wäre nochmal gut. Hier. Kriege ich auch nochmal mehr Steuern. Ist ja auch gut. Das Volk liebt euch, mein Lord. So, minus 1. Das Volk liebt euch, ja, mein Lord. Okay, passt aber. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, das wird hier ausgebaut. Okay. Wann kommen hier nächste Holzfuhre? Da wird gesägt. Bringt aber gerade keiner weg. Schade. Balliste, bereit, Mylord. Gut. Wir benötigen Steine. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es echt nur noch... Weil ich habe keine Bedrohung mehr.
Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es echt keine Bedrohung mehr gibt und wir einfach nur warten müssen. Denke ich mal. Glaube ich. Daher die Überlegung, hole ich mir jetzt den Markt. Weil das Schwein zu knacken war die Aufgabe in dieser Mission, sind wir ehrlich. Und natürlich die beiden hier zu dominieren über die Lufthoheit, sag ich mal. Balliste, bereit, Mylor. So. Was kommt denn da schon wieder angeschissen? Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, Mylor. Schießen alle Scheitel. Ziehen alle Scheitel. Also er rennt an einem Wald vorbei. Naja, okay, ich kritisiere das gar nicht mehr. So. Wurde auch gesägt, wo ist das Holz? Achso, irgendwo ist es, gut. Reicht aber nicht für eine Mühle. Ah ne, ich wollte ja auch Bäckereien, alles cool. So, wie platzieren wir die? Hier wahrscheinlich. Wir benötigen Holz. Ja. Eine Bäckerei, ey. Besser als nichts, ne? Sag ich immer. Ich glaube tatsächlich, es reicht eigentlich schon, was ich hier habe. Balliste, bereit, Mylor. Ja. Ich glaube, die schicke ich hoch und dann ganz viel Mönche. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, mein Freund. Gehen wir hier hoch. Der Rost. Seid gegrüßt. Mit denen hoch. Ihr verlangt viel. So. Ich habe ja auch noch ganz viel Waffen wahrscheinlich. Es werden Rekruten benötigt sein. Wie kann ich helfen? Neune. Also Ritter oder Schwertkämpfer sind halt gegen Schlange absoluter No-Brainer. Also die Schlange hat ja gar nichts gegen Schwertkämpfer. Nichts. Ja. Es werden Waffen benötigt sein. Aber dagegen sein Feuerteppich, da muss man natürlich jetzt hier gucken, wie man das macht. Wobei ist natürlich auch die Frage, jetzt wo alles abgekokelt ist, hat das neu platziert oder nicht, das weiß man halt nicht. So. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. Und der Herr ist rostig. Balliste, bereit, Mylor. Alter, wie er dodged. Nee, wir geben unser Bestes. Ah. Hoffentlich ein bisschen zickzack, ne? Dass so ein Typ nicht von einem so einem Bolzen... Ich meine, das ist eine Balliste. Wurdet ihr schon mal in echt von einer Balliste abgeschossen? Ich glaube, egal was man für eine Rüstung anhat, man hält nur einen Schuss aus. Würde mich auch mal eure Meinung natürlich in den Kommentaren interessieren. Lasst uns da gerne drüber Balliste diskutieren. Bereit, ich habe eine Balliste verloren, da bin ich aber sauer jetzt. Noch eine da oben. Was ist denn jetzt los? Also, glaubst du? So. Das zünden wir erstmal wieder den Laden an. Ihr könnt auf uns zählen. Vergib mir. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt. So, Beliebtheit. Ohne. Wir haben Mehlsäcke, das heißt, wir bauen Bäcker. Herr Bäcker. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. 18. Wer rastet, der rostet. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ja, mein Freund. Die Wege des Herrn. So, der kriegt Steine. Feuert hier weiter. Nicht drauf. Katapult wird bewegt. Wie der auch die Türme ineinander setzt. So gut wie erledigt. Heftiger Typ. Ey, der Axtkämpfer. Heftig. Boah, das brennt hier, das Feuer. Schön. Ja, und mit seinem kleinen Laden hier, ne? Also ohne Wasser ist auch einfach Schlangenjoke. Na gut. So. Jetzt brauche ich einfach ein paar Nahkämpfer und alles ist gut. Jetzt habe ich halt ultra viel Gold, ne? Ich brauche halt wirklich nur noch eigentlich Rekruten. Das heißt, wir bauen nochmal eine Hütte. Schau mal. So. Das ist halt das Schöne. Wer keinen Brunnen hat, hat kein Wasser. Wer kein Wasser hat, kann kein Feuer löschen. Ne? Das ist eine alte Weisheit tatsächlich. Wie kann ich helfen? So, dann schauen wir jetzt mal. Na, erstmal sammeln. Gut. So.
Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. 21. Ihr könnt auf uns zählen. 30. Der rastet, der rostet. Wir stehen zu euch. Single One, Alter. So. Die Mönche sind bereit. Wer war's das schon wieder? Also, wir, du musst jetzt mal wirklich ein bisschen Ausdauer trainieren. So gut wie erledigt. Balliste, bereit. So. Dann machen wir mal die gegnerische Balliste weg. Wir werden überfallen. Und fegen die Bogenschützen von den Türmen. Aber erstmal die Balliste, die hat am meisten Reichweite. Diese Sternformation, ne? Ist ja auch tückisch. Für angreifende Katar. Wieso kann er schießen, aber ich nicht? So, jetzt. Jetzt der da oben. Ever. Wir geben unser Bestes. Kassiert er auch? Jawohl. Balliste. So. Bereit, my lord. Machen wir mal eine offensive Haltung. Da. Eine Nachricht von Vasir. Zerstreut eure Truppen. Nee, das machen wir. Was machen die hier vor meiner Burg? Ja, oder was? Okay, so. Jetzt bitte die Molotow-Cocktail-Schmeißer. Schön. So, jetzt natürlich auch. Ja, wir gucken mal, ob wir einmal drüber ballern. Alles anzünden? Nee. Okay. Jetzt. Jetzt schießen die. Oh, doch, oder? Also, das Problem ist, dass der eine Bogenschütze jetzt da Heckmeck macht. Wir geben unser Bestes. Schön. Balliste, bereit. Ausgezeichnet. Bereit, my lord. So, jetzt das Gebäude. Geht das? Oh mein Gott. Nee. Aufhören, sofort. Okay, hier brauchen Leute Stress. Ja, mein Freund. 94, es reicht ja massiv. Wie kann ich helfen? Einer für alle. Darf ich nicht vergessen, hier zu produzieren? Warte mal, kann ich dich einfach hier hinsetzen? Euer Gnaden. Es werden Rekruten. 2000 Gold, ne? Das da. Supi. Jupp. So, anzünden bitte. Wäre mir echt wichtig jetzt, wenn das klappen würde. Eine Nachricht von Vasir. Schön. Sehr gut. So, ich gehe mal ein bisschen näher. Och, jetzt hier schon wieder, ne? Aber so ist das ja ganz angenehm. So. Oh ja, da wurde gerade noch was entzündet irgendwie. Ja, gut. So. Wird der da? Balliste, bereit, Milo, ist hochgekurbelt. Der da? Wir geben unser Bestes. So, jetzt lassen wir da erstmal alles abbrennen. Ja. Und dann, Der Kornspeicher ist voll, my lord. Oh, das hört man doch gerne. Dann Extra-Ration. Und Extra-Ration. Steuern hoch auf minus 16. So kennt man mich. So. Jetzt machen wir einfach mal das Tor auf. Ja. Warte mal. Die haben ja jetzt auch ultra viel Holz, oder? Alter, guck mal, wie das abgeht. So. Gucke mal. Schön. Toll. Toll. Ihr könnt das nicht. Davon habe ich gesprochen. Davon habe ich gesprochen. So. Der Herr ist allgegenwärtig. Jetzt bitte einmal das Tor öffnen. Ja, der hat hier schon wieder alles gelöscht, oder was? Also, weiß ich nicht. Wie ich das finden soll. Balliste, bereit, die Holzfäller, Alter. Gerne hier auch nochmal. Ach, der hat tatsächlich Leute, die es löschen, ja? Unmögliches Ziel. So. Aber kein Bogenschütze, oder? Weit und breit. Doch, da hinten ist einer. Aber der wird ja nicht in seiner Base alles, oder? Okay, latschen wir mal los. Auf ganz entspannt. Nieder mit ihnen! Ja, mein Freund. Okay, rücken wir nochmal ein bisschen näher ran. So. Guck mal. Eine Nachricht von Vasil. Toll. Lasst meine Burg in Frieden. Nein. Elender.
Nein. Gott sei mit Ihnen. Lass ich nicht. Ja? Da wird jetzt auch nicht rangerüttelt. So. Jetzt knacken wir hier mal das Tor. Ja. Schön. Gerne hoch. Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? So, perfekt. Die Ritter gehen schon mal hier hin. Schwertkämpfer. Die machen das, glaube ich, alleine. So, den verprügeln wir, Jungs, mit Stöckern. Tschüss. Jetzt gehen wir hier hin. Das war nicht vorgesehen. Ich sollte nicht sterben. Nein! So. Oh, so viel Platz. Toll. Ja, jetzt irgendwie kaum ist das Schwein geknackt, brauchen wir gefühlt auch kein Holz mehr. Also brauchen wir, also ja gut, jetzt haben wir alles. Ne? Ist supi. Okay. Gerne da oben alles klären. An Bogenschützen. Ja. Aber wisst ihr noch, damals, Kreuzzug 1, berittene Bogenschützen? Alter, ich vermisse es ja auch irgendwie, ne? So, was ist hier jetzt los? Verprügelt die bitte. Balliste, bereit, my lord. Balliste, bereit, my lord. Sind nicht in Range. Jetzt? Wir geben unser Bestes. Ja, schön. Schön. Ist auch egal. Hoch da. Hoch, Freunde. Ja. So, das war's. Jetzt kommt die Fräse. Im Grunde meines Herzens bin ich auf euch. Ja! Oh Gott. Das war auch wieder ein Akt, Alter. Also seit so 2-3 Missionen. Ja, eher 3-4. Ist durch. Ach, Nasir, Digga! Dich habe ich ganz vergessen, du kleiner Loser. Was wollte ich sagen? Ja, so seit 3, 4, 5 Missionen. Wir stehen zu euch. Brauchen, also werden einfach die. Warum kann ich da nicht hoch? Ja, mein Freund. Was ist denn euer Problem? Brauche ich länger für die Folgen, ja? Das eskaliert hier langsam. Geht ihr hoch, oder? Aha. Kann ich nicht alle einfach sagen, wie hier den Angriff? Wir sollten beten. So. Der Herr ist hoch. Allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns zählen. Wir stehen zu euch. Verprügeln. Eine Nachricht von Nasir. Das ist ja immer besonders schön, wenn man Nasir tötet, finde ich. So. Oh, bin so froh, dass er ab von Sterling gewonnen hat. Okay, Leute. Alter. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Mission beinhaltet. 74 heillose Ehe. Okay, es gibt keine grünen... Pause. Doch, es gibt ein bisschen grüne Fläche. Aber wirklich sehr wenig. Ich glaube, mit Markt wäre die Map super easy. Ohne Markt könnte die eine Herausforderung sein. Wir haben halt keine Zufuhr zu Stein. Und keine Zufuhr zu Eisen. Eisen ist kein Problem. Wie wir wissen, verpflichten wir genug Mönche, Kampfmönche, ja, in unser Team. Die regeln. Aber... Das ist schon echt wenig Grünfläche, ey. Und das mit den Steinen, da hapert es dann an der Defense. Aber, nein, ich bin nicht ebenerdig. Ich kann keinen Graben bauen. Ich bin erhöht. Oh Gott. Schwierig. Okay. Das, meine lieben Freunde, sehen wir bei der nächsten Folge. Strong Crusader. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt zermürbendes Gameplay. Tschüssi.